Ich grieche euch ganz herzlich. Herzlich willkommen zu diesem Barbecue. Schön, dass ihr da seid. Ich habe bei mir die Kmetsch. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ja, muss man ein bisschen aufpassen mit solchen Verhohnepipelungen von ausländischen Akzenten. Schwierig. kann man in den falschen Hals gelangen. Und das wäre beim Essen äußerst ungünstig. Das stimmt. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich muss mal jetzt gerade, glaube ich, hier auf meinem Mobiltelefon jetzt hier uns gerade den Chat draufrufen, weil das mit meinem Computer da vorne, das wird nix. Ich würde ja gerne mit euch ein bisschen sprechen, nämlich. Wir sind heute den ganzen Abend live aus unserem Garten, nein, aus dem Hinterhof. Garten ist so ein bisschen, klingt ein bisschen sehr positiv. Ja. Und Kmetschi, verrät euch jetzt, was wir heute alles vorhaben. Ja, wir grillen. Geil! Muss man noch mehr wissen? Eigentlich nicht, oder? Wir essen und ihr könnt zugucken. Warte mal, ganz kurz, hier den Ton aus. So, warte mal. So, schön. Und das Schöne ist, wir haben wieder euren Lieblingsgrill hier am Start. Der Grill des Jahrhunderts, könnte man sagen. Also ich wenn hab das ihn ja nicht noch nicht live erlebt. Hast du noch nicht? Das letzte Mal, als ich hier war, da war eigentlich alles schon fertig. Und vielleicht muss man den auch anders behandeln. Meinst du, heute funktioniert er besser, weil wir ihm den entsprechenden Respekt entgegenzollen? Wir könnten ja mal so ein Strawpoll machen. Wir probieren das, ja. Grill, ja, nein, vielleicht. Ich weiß auch nicht. Ja, also ich weiß nicht. Letztes Mal wurde der das ein oder andere Mal hart weggedisst. Der hat sogar auch gebrannt, ne? Und jetzt kann ich euch auch sehen. Ach, guck mal, hier habe ich euch. Ich versuch's gleich nochmal auf dem Computer. Das frustriert mich zutiefst, dass das nicht möglich sein soll. Ist halt hier unten mit WLAN, ist ein bisschen dünner, ne? Ja. Und so verbrauche ich halt mein Datenvolumen, ist auch okay. Und ich sehe uns selbst. Guck mal, das sind wir. Sind wir schön. Nicht hübsch? Ja. Guck mal, du hast da noch neben. wen haben wir da alles da? Menschen sind da, Demon Smoker ist da, Lissy ist da, Lobo ist da, Duschwasser, Linse, die Christina ist da, Captain Lilly, ahoi, Stromski ist da, Big Basti, moin. Doch, tatsächlich, es ist Elektro wieder, tut mir ja sehr, sehr, sehr leid. Duschwasser ist da, Schinken ist da, Gorndal ist ebenfalls da, Mike Zimbi ist da, der Björn ist da, Wupperwiesel, moin, Miko Boychan, Hallöchen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich lege jetzt mal ganz kurz, bevor wir weiterreden, ich lege jetzt mal direkt einen auf den Grill, weil letztes Mal hat das ein bisschen gedauert. Das Ding ist, wir haben jetzt nicht mal mehr eine Grillzange, die hat letztes Mal irgendwer verbrannt. Also wir sind wirklich richtig, also scheiße ausgestattet. Das ist doof. Wir können uns was bauen, wir craften uns was selber. Wir craften uns was, Lifehacks. Ja, Lifehacks. Lifehacks mit Kmetsch und... Was können wir denn dafür nehmen? So eine Grillzange? Das passt auch gut zu unserem Thema, was wir nachher haben, ja. Nämlich das Thema Camping. Und da hat man ja auch nur oft nicht alles, was man unbedingt braucht, dabei, sondern muss ein bisschen kreativ werden. Das stimmt. Man könnte Grillzange. Ich so zwei aneinander machen und dann irgendwie sowas dazwischen. Warte mal, näher, oder ich mache es chinesisch. Das würde natürlich auch gehen. Lieber dann zwei Gabeln oder lieber zwei Messer? Ich glaube, du kannst auch mit... Ja, nee. Wendel, Milalein, hallo. Wendel, ich bin auch da. Ja, hallo. Munchy Crunch, hallöchen. Also ich meine, wir können uns auch eigentlich nur die Gabel nehmen. Ich meine, das geht auch. Goldschmied. Ja, gehen natürlich auch, aber das ist einfach. Pass auf. Das ist einfach. Ich probiere es jetzt. Oh Gott, das funktioniert nicht. Kann ich bitte eine zwei Gabeln haben? Mit zwei Gabeln funktioniert das. Warte, pass auf. Echt? Wo ist sie denn jetzt her? Echt? Unsere Grillzange. Hier. Ich. Bam, Alter. Gefangen von oben. Das hätten wir jetzt filmen sollen. Das war sicherlich sehr, sehr cool. Hier ist eine Grillzange. Wow, wo hast du die denn her? Die habe ich gecraftet gerade. Sehr gut. Cool, oder? Aber dafür haben wir jetzt weniger Ressourcen. Füge zwei Messer zusammen und erhalte eine Grillzange. So leicht geht das. Das ist wie bei Minecraft hier. Ah, oh, dieses Geräusch. Guck mal, der ist heute, ich habe das Gefühl, der ist heute richtig schön warm. Es gibt ja diesen 3-Sekunden-Test. 1, 2, 3, 4. Bisschen kann man länger. Also 5 Sekunden schafft man. Ist also nicht ganz so heiß, wie es sollte. Wir haben nur die besten Würstchen. Wenn die so aneinander pappen, das ist immer ein gutes Zeichen. Das stimmt auf jeden Fall. Schön Würstchen. Wir grillen jetzt hier direkt einfach mal alles ordentlich drauf. Diese Würstchen alles durch. Drauf machen wir. Denn die sind ja nicht nur für uns, sondern wir wollen ja hier die ganze Sippe noch verköstigen. Wir sind richtig viele Leute gerade hier. Marcel ist noch da, Amina ist noch da, Lena ist noch da und die Caro ist da und alle haben Lust auf Würstchen. Hast du auch Lust auf Würstchen? Auf jeden Fall. Ich habe mir gerade mal
Ah, du hast schon den Lifehack gemacht. Gut, ja. Oder? Schön hier, wir sitzen auf so einer Decke so ein bisschen. Sonst ist es schon auch ein bisschen hart. Genau, ich habe gerade gemerkt, so, oh, so Palette und eine Decke, das reicht nicht. Und ich habe jetzt einen neuen Lifehack gemacht. Ich habe einfach eine zweite Decke gefaltet, einfach als Sitzkissen gemacht. Aber das hat der liebe Dirk schon längst gemacht. Weil so cool auch Palettenmöbel sind, so ja. Wenig Komfort bieten sie. Aber ich habe gehört, es gibt auch extra für Paletten so Polsterkissen und so. Echt? Mhm. Nice. Vielleicht sollten wir das mal anschaffen. Ich werde das regeln. Ihr macht alles viel zu kompliziert. Der Grill alleine reicht schon aus. Ja, wir machen es. Wir wollen es ja nicht. Also das kann ja jeder. Ja. Aus zwei Gabeln könnte man sich bestimmt eine Zange basteln, sagt Pottmensch. Siehst du? Ja, hier. Kreativ, sehr schön. Benutzt den Laptop als Grillzange. Moment, mein Freund. Mike, so nicht. Warte mal, was hatten wir noch? Fleisch aus dem 3D-Drucker. Frisch aus dem 3D-Drucker. Nee. Ach so, das Ding hier. Das kann sein. Vielleicht haben die es oben 3D gedruckt kurz. Aber ja. Wenn Buddy hier wäre, ist kein Problem. Sie könnte auch so wirklich daraus stammen. Vanilla-Grill-Show. Was habe ich eben noch? Disse sagt, die vergewaltigen schon wieder das Fleisch. Vergewohltätigen. Mhm. Aber es riecht schon sehr gut, ja. Warte, ich guck mal. Also, es wird wahrscheinlich... Guckt mal. Es passiert tatsächlich was. Ja. Sie wird braun. Ich habe das Gefühl, wir haben nämlich jetzt ganz neu, wir haben eine neue Kabeltrommel. Und ich vermute, dass es die letzten Male unter anderem daran lag, dass unsere Kabeltrommel irgendwann gesagt hat, Moment, Freunde, hier Grill, Kameras, Licht, das zieht zu viel Saft. Ich reduziere euch ein bisschen die Power. Das Unwichtigste. Das ist meine Theorie. Und ich vermute deswegen, ja, wobei die sieht nicht so gut aus. Aber wer weiß, vielleicht ist meine Theorie auch falsch. Der hatte jedenfalls letztes Mal immer, war so zyklisch, der Grill. Mhm. Der wurde ganz heiß und dann grillte das richtig gut und dann wurde der wieder kalt. Offenbar irgendwie, weil er sich so abgeschaltet hat. Genau, vielleicht ist ja auch irgendwie, da müsste ja auch eine Zwischensicherung so drin sein. Vielleicht ist die dann irgendwann, knallt die dann raus, weil es dann zu heiß wird. Dumme Scheiße. Sollte jeder in seinem normalen Holzkohlegrill auch da haben. Ja. Sehr fantastisch. Aber wenn man keine Kohle hat, Dann, wir haben halt keine Kohle und dann reicht es nur für den Tisch. Ist halt wirklich so. Das Fleisch wird jetzt noch töter wie tot, sagt Draconi. Noch jemand hier von den Steam-Teamlern, die das gar nicht gut verkraften können, wenn hier mit Elektrogrills. Das ist, also, es geht ja auch ein kleines bisschen darum, die Frustration zu zelebrieren und das so zu leben, das so richtig schön zu spüren, wie unbefriedigend dieser Elektrogrill ist. Und halt das Ganze drumherum, ne? Also die Natur zu hören, die Vögel, die hier zwitschern. Hört ihr es Vögeln? Hört ihr die Vögel? Entschuldigung. Vielleicht ist es. Christina hat einen großen Gasgrill. Mhm. Was hältst du von Gasgrills? Hast du Erfahrung? Ja, geht schnell. Aber ich habe immer so ein bisschen Muffensausen, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass einem die Bude aber ich bin auch eher der Zünder. Ich bin jetzt Widder. Und mein Element ist halt das Feuer. Bist du ein richtiger Zündler? Ja, also würde ich sagen, ja. Ich aha. Also wenn, würde ich eher wahrscheinlich ein Feuerchen machen als so ein so Elektro. Feuerchen. Aber manchmal geht es halt nicht anders. Kommen wir auch gleich. Wie gesagt, wir haben heute das fantastische Thema Camping und da haben wir, glaube ich, beide viel zu erzählen. Das ist ein bisschen schade. Wir hatten eigentlich noch jemand Drittes für die Runde da. Müssen heute zu zweit. Ja. Ist aber besser, weil zu zweit hat man im Zelt viel mehr Platz. Das stimmt. So ist es. Davon steht es ist auch Zelt. Schon sehr gemütlich. Ja, es ist sehr gemütlich. Eingerichtet. Heute Lifehacks Grillshow. Geil. Ja, genau. Beim Community-Grillen dürfen wir dann endlich auf Kohle grillen. Genau. Wir sind jetzt ein bisschen asketisch und bewahren uns diesen schönen Moment eines belebenden, erfrischenden Holzkohle-Grill-Erlebnisses auf für unser Community-Grillen am 29.07. in Essen. Das wird dann auch schön. Das wird großartig. Macht halt mal ein Goal für einen vernünftigen Grill. MP-Red schreibt, sie erwärmen wieder Fleisch. Ja, wir erwärmen uns für das Fleisch. Aber das sieht doch schon... Guck doch mal hier, können wir das nochmal? Das ist doch schon okay aus. Wir haben einfach, das ist mein Trick für heute gewesen, wir haben einfach das Grillrost letztes Mal nicht sauber gemacht und so sieht es aus, als wäre das direkt, hätte das direkt eine angenehme Bräune bekommen. Ja. It's funny, cause it's true. It's funny, cause it's true. Was ich mich gefragt habe, gibt es Folienkartoffeln? Also so machen wir so ein kleines Feuerchen, wo wir so Folienkartoffeln reinmachen beim Community-Grillen? Beim Community-Grillen? Fände ich geil. So, fänd weißt du, dann kannst geil. Du so Kräuterbutter reinmachen. Mach doch mal einen Lagerfeuergrill. Ah, guck mal, siehst du, Mike Zimmi hat genau das gleiche gerade vorgeschlagen. Vielleicht ist sowas was für dieses Community-Grill. Müssen wir mal gucken, was da möglich ist.
wissen wir ja nicht, dass, also wissen wir ja alle unter anderem, dass das Diggity auch so einen kleinen Unterwasservulkan bei sich hat in seinem schlossähnlichen Anwesen. Deswegen, vielleicht können wir den auch nutzen, um darauf zu grillen. Wer erwärmen, ist tot. Oh. Zelt. Die müssen wir gefragt, warum Zelt mit TZ. Hier, Zelt, wie Zelda. Zelda. Aha, Zelda. Wir haben ein Zelt da. Wir haben ein Zelt da. Aber wir spielen darin. Alter, demnächst spielen wir mal im Zelt da Zelda. Ja. Das wäre so groß. Coole Idee. Marcel, confirmed. Plastikzange, Elektrogrill. Eure Ökobilanz geht gerade in den Keller. Sorry, Gondal. Das ist irgendwie. Ja. Wir könnten doch einfach so zwei Stöcker hier nehmen. Stöcker und die einfach damit rein, dass es ein bisschen kokelt oder zum Grillen und Drehen? Für den Effekt der Flamme. Ach, hier ist so viel, hier steht so viel. Oh, und Björn schrieb eben noch, es gibt jetzt einen Kappa-Dirk. Habt den eben gemacht? Ja? Den möchte ich aber gerne mal sehen, Björn. Kann man den zeigen? Wie wäre es mit einem kleinen Kohletischgrill? Gibt es ja auch diese Einmalgrills. Stimmt, ja. Wie ist da so dein Erfahrungsschatz mit? Ich bin da. Die man von der Tanke macht. Ja, für genau. 2,50 oder so. 2,50 oder, naja, an der Tanke auch gerne aber 5 Euro. Aber die finde ich gut. Sonst nicht, die finde ich gut. Also, wenn du zum Beispiel irgendwie so einen Park, wo du, sag ich mal, das darfst, ja, finde ich das cool. Selbstverständlich ausschließlich dort, wo man es darf. Ja. Guck mal, hier in der Mitte ist schon schön. Oder da wäre so, das schon richtig. So an der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Tu dir die Ruhe an. Guck mal, was das für Würstchen werden jetzt. Mhm. Bosswürstchen. Kein Problemchen. Hier. Ich glaube, ich komme öfters vorbei. Vollzeit-Griller. Ist nicht schlecht, ne? Ja, ja. Das haben wir, das ist ja unsere Strategie eigentlich, dass wir deswegen dieses neue Format entwickelt haben, weil wir denken, dass wir vielleicht also Gäste mit Essen potenziell anlocken können. Bestimmt, ja. Und ich vermute, dass es also so weit fern nicht liegt. Ne? Paar Würstchen. Hier sind Dirk. So viel. Das ist kein Grill, sondern ein Zustand. Ich würde ja gerne mal was trinken. Du willst was trinken? Ja. Soll ich dir mal was zapfen? Ja. Das fände ich ja eigentlich geil, wenn du das bei dir hättest, damit du bei dir zapfen kannst. Ich bin der Griller und du bist der Zapfer. Wollen wir das noch umstrukturieren? Komm, das kriegen wir hin. Weiß, wir machen das nicht. Ganz spontan. Ich das gleich hier haue von den Mädels bekommen, weil das... Die haben sich was gedacht dabei. Dekotechnisch, bildtechnisch so. Ja, sorry. Nicht geht. Ist das obwohl, okay? Ich glaube, bildtechnisch sieht das auch noch ganz... Ah. So, Hammer. Guck mal. Gib mal die Becher her. Den Bechers. Hier ist im auch so richtig gute, ne? Amerikanisch möchtest du ist dann das. Auch was? Ich würde auch einen nehmen. Wir haben hier so ein Elektrolyt. Das klingt wirklich maximal falsch. Einmal den Becher schön voll. Bitte schön. Wie damals warst du bei der Musterung damals? Ich war bei der Musterung und ich war auch bei der Bundeswehr. Ach, du bist zwei Jahre du hast da. Du hast gedient, richtig? Hart. Krass, okay. Ja, verrückt. Ich war in einem Jägerregiment und da habt ihr bestimmt auch gezeltet dann, ne? Wir haben sehr viel Biwak, nennt man das ja. Ja. Siehst du, noch mehr, wollen wir nicht zu viel drüber sprechen, okay. Aber noch mehr Dinge, die ausgepackt werden können gleich in unserem Podcast. Freunde der Sonne, im Prinzip machen wir jetzt die komplette Zeit nur Werbung für den Podcast. Und Essen. Und wir essen, machen es ein bisschen warm dafür. Ey Leute, es ist wirklich, ich komme mit dem Chat nicht hinterher, ich muss mir den da vorne hinlegen. Es tut mir fürchterlich leid. Ich komme überhaupt nicht hinterher. LAN-Kabel ziehen, obwohl ist es ja ein Mac. Ja, ich habe leider meinen Adapter nicht hier. Mr. Pieper ist noch mit reingekommen. Lamizar war eben dazugekommen, Hallöchen. Musst du reloaden und begrüße mal pauschal. Moin, ich muss auch die ganze Zeit reloaden. Hier unten ist kein WLAN mehr. Home is where your Wi-Fi ist, das sag ich dir. Draconi, wo ist die Grillecke? Hab hier noch keinen Grill gesehen. Tja. Das ist jetzt die große Frage. Eigentlich ist das Ganze eigentlich nur ein Greenscreen. Genau, wir grillen auch gar nicht wirklich. Das sind auch, die Würstchen kommen auch aus dem 3D-Drucker. Yeah. Grillkultur stirbt aus, dank den Nerds. Wir sind jetzt schuld oder was? Kein Einmalgrill, sondern es gibt so Runde für öfters. So Tischgrills für öfters, kann sein, gibt's, mag es geben. Aber ich kenne diese Einmalgrills jedenfalls auch. Ja. Ich habe aber auch schon, da ist ja oben so eine Folie drauf zum Anzünden, so ein Eimer, so ein Papierchen quasi. Und wenn man es irgendwie verkackt, dass das Ding abbrennt, ohne dass man bis dahin die Kohle angezündet hat, hat man halt richtig reingeschissen. Ne? Dann ist halt vorbei. Also das war immer mein größtes Problem. Da am besten noch so ein klitzekleines bisschen was. Ich kenne aber auch da auch so Schwachmaten, die dann noch hier mit, nicht mit Petroleum? Ist das Petroleum? Hier, Spiritus. Mit Spiritus das nur machen. Ja, ist auch beliebt. Der Lamizar sagt gerade, gemütlich war es letztes Mal. Der war nämlich, der war letztes Mal hier. Ah. Hier auch mit. Da habe ich, glaube ich, zugeguckt. Kannst du die auch so, machst du die ein bisschen durch oder lieber für dich jetzt schon runternehmen?
Ich mach die ja schön durch. Ach ja, also. Das ist mir irgendwann, es ist mir angewöhnt. Es muss ja so nach Grillen aussehen. Es muss ein bisschen nach was aussehen. So goldbraun. Ne? Weil gar sind die ja schon. Das sind ja gekochte Würstchen. Die sind ja gar, die müssen ja nicht durchgaren. Die müssen nur richtig saftig werden. Gibt es die Warmhalteplatte auch als Grill? Fragt Puppatte. Da sind die ganzen Lümmels. Die trollen uns hier. Unseren armen Grill. Wie schon gesagt, wir zelebrieren den Unmut. Willst du gerne jetzt trinken? Ja, ich dachte. Prostata. Auf Barbecue und ey, wie lange habt ihr denn für diese Urinprobe gesammelt? Genau, da haben heute wir den ganzen Tag, oh, haben wir mit 8 Leuten daran gearbeitet. Aber sehr, sehr erfrischend. Sehr konzentriert. Soll ja auch gesund sein, ne? Das habe ich irgendwann mal gehört. Christina sagt, hey liebe Nerdstars, mein Mann sagt gerade, wenn wir auf der Baustelle fertig sind, schenken wir euch unseren Holzkohlegrill. Er kann da nicht zugucken. Oh Mann, ich weiß, dass es viele frustriert. Viele, die Grillkultur lieben. Und ich bin auch, würde auch zu Hause, auch Gasgrill finde ich ehrlich gesagt nicht, das ist nicht das Gleiche. Mhm. Ich habe es gerne holzkohlig. Und auch wenn es dann so ein bisschen riecht und so und man selber dann danach riecht, die nächsten 5 Tage, finde ich eigentlich super. Ich versuche das mal jetzt nochmal hier gleich mit dem Laptop. Du kannst mal hier nochmal. Ich bin hier, ja. Ich bin noch völlig hinterher. So, wo sind wir denn? Spiritusgrillen, das Beste. In Spiritus Sancti. So, welche Geschmacksrichtung ist das? Ich glaube, es ist Tropical, oder? Also irgendwas... Maracuja. Maracuja ist ja im Prinzip tropisch. Ja. So. Wir können direkt. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich war's. Hauptsache Essen. Okay, gut. Sehe ich erstmal auch so. Bin ich erstmal völlig auf deiner Seite. Wer sagt das? Hauptsache Essen? Lissi ist mein Bro. So, ich versuche mal jetzt hier für dich schon mal auch so einen Teller an den Start zu bringen. Hör mal. So, und dann machen wir gleich schön Regie-Teller fertig. Die freuen sich jetzt schon. Oh ja. Die lüllen da oben schon die ganze Zeit unsere Technik voll. Das ist echt nicht okay. Da müssen wir die so quer einschneiden und dann noch irgendwie so schön das dekorieren. Oh nein, oh. Ist da was runtergefallen? Ja. Mir ist da vorne so ein... Warte mal. Hier, so einer. Wenn der schön lange hier drauf liegt, dann sind die Bakterien auch alle weg. Ich leg und Dreck reinigt ja auch den Magen, ne? Voll. Ich weiß gar nicht, wer sich das überlegt hat. Mit dem Dreck reinigt den Magen. Quatsch. Bestimmt ein Arzt oder so. Muss ja Ahnung davon haben. Oder jemand, der putzt. Vielleicht ein Tatortreiniger. Amina, soll ich dir das einfach mal mitgeben? Die Regiewürste? Der Demon Smoker fragt mich gerade, wie das mit Beine wachsen war. Beine wachsen? Ah. Alles mal in Ordnung. Fragt er dich das? Ja. Hast du auch Beine gewachst? Ja, guck. Aus Solidarität? Nee, ich sehe nichts. Ja, ich mache das mal so punktuell, das sieht man da nicht. Mit der Pinzelle, ne? Hier, guck mal, pass auf. Das kannst du doch nicht mit der Grillzange machen. Kmetschi ist nämlich so ein kleiner Terrorist. Ich bin überhaupt kein Terrorist. Kmetschi ist ein richtiger Terrorist. Muss ich aufpassen, das Terrorist darf man, glaube ich, nicht laut sagen. Genau, ich glaube, das ist wir abgehört. Rufschädigung, glaube ich, oder? Ja, oder? Das ist mir egal. Obwohl ich natürlich auch sagen könnte, das ist Image-Schaden. Okay, jetzt aber ganz schnell. Ja. Basti ist da vom Steam-Team, moin. So, jetzt momentan haben wir hier Chat. Oh, cool, dann kann ich deinen hier mir angucken. Kannst du, wir können aber auch hier jetzt gemeinsam schauen. Sehr schön. So. Steam-Team sagt nichts gegen unser Familienmitglied. Ah, okay. Ja, Steam-Team-Kollege Sebastian möchte bestimmt gerne jetzt gleich auch herziehen über unseren Grill. Ich spüre das schon. Ich spüre, wie er einmal nochmal kräftig zieht und dann einen Rage lostritt. Es tut mir wirklich sehr leid. Wir haben uns jetzt, ich war die Tage auch gestern Abend, glaube ich, wieder bei den Jungs drinnen und ich muss mir ständig was anhören für unseren Grill. Ich schäme mich richtig für ihn. Normalerweise soll man ja hinter seinen Leuten stehen, aber ich kann langsam das nicht mehr dafür eintreten. Mozart der Lange, ich sag dir das, dieser Grill ist Kult. Hat das denn dann auch damit zu tun, dass ihr sicherheitstechnisch das nicht machen könnt, oder? Tatsächlich ist es so, dass unsere Nachbarin hier gesagt hat, dass hier irgendwo Vögel nisten. Ah, okay. Und es nicht so gut wäre, hier jetzt einen richtigen Grill an den Start zu bringen, im Hinterhof. Ich weiß eigentlich nicht, inwiefern das problematisch ist. Alarm, Alarm, ne? Grill benötigt, Paladiner. Oder man muss ihn extra irgendwo anders hinstellen.
Also wir sind da, also auch wenn das nett ist, kann jemand spenden für einen ordentlichen Grill. Also ich glaube, Feuerzeug ist effektiver. Entschuldigen Sie mal. Ja, also vielleicht kommt der E-Grill tatsächlich auch mit zum Community-Grillen. Soßen wissen wir ja nur von Kühne. Toll, Soßen, Kühne, tolle toll, Soßen. Toll, tolle. Ich mag immer richtig wieder, gerne. Immer nur, wieder. Wir kaufen nur Kühne Soßen. Ja. Alles ist auch, andere ist so eine gute Marke. Tolle Marke. Das ist mal eine Marke. Das ist mal wirklich mal eine Marke. Toll, Kühne. Bist du auch so ein Unschuldsengel? Ich bin, warte mal, es gibt auch, nee, haben wir glaube ich aber nicht. Es gibt auch das Gegenstück. Der Terrorist? Na, hier, guck mal, der Brandstifter nämlich. Der Brandstifter. Der Terrorist, ja, den mach ich dir eine große Portion, mach ich da drauf, mein Freund. Steam Team, habt ihr mitbekommen mit NRW und Rundfunklizenz? Du spielst wahrscheinlich darauf an, dass die neue Landesregierung jetzt auch in ihren Koalitionsvertrag mit aufgenommen haben, dass sie sich darum kümmern wollen, das tatsächlich anzugehen, dieses Thema zeitnah. Ja, also falls das ist, das habe ich mitbekommen und bin tatsächlich aber gespannt, wie stark und wie schnell sie das tatsächlich angehen. Die haben gesagt, die wollen sich da auch wirklich zeitnah drum kümmern. Das kann ich mir eigentlich nur wünschen, dass da wirklich jetzt mal dran gegangen wird. Also abgesehen davon, dass es für uns ja unabhängig davon, wie sie da jetzt dran gehen werden, wohl so bleiben wird, dass wir sendelizenzpflichtig sind, weil wir eben was anderes machen als klassische Streams, finde ich das halt für den normalen 0815 Hobby-Streamer blödsinnig, dass der irgendwie eine Sendelizenz braucht. Ja, das finde ich auch. Also es muss schon alles irgendwie fair sein, es muss schon, ich finde auch nicht verkehrt, eine gewisse Regulation. Es geht ja dann darum zum Beispiel, dass man vielleicht eine Meldepflicht oder so einführt, damit sowas wie Jugendschutz oder was, dass es einfach einheitliche Bestimmungen gibt. Aber ich finde es natürlich völlig Quatsch, dass jemand eine Sendelizenz irgendwie beantragen soll, der alleine da sitzt und ein bisschen was macht. Wie soll denn der, keine Ahnung, wo soll denn der einen Jugendschutzbeauftragten hernehmen zum Beispiel? Oder, und auch, ach, finanziell das zu stellen. Oder das ist dann so eine Netzwerkarbeit. Sagt er 0815. 15-Streamer, hör mal, pass auf da. Ja, ihr wisst, was ich meine. Einfach jeder, der einfach diese tolle Möglichkeit nutzt, mit relativ simplen Mitteln live im Internet Content zu verbreiten bzw. stattzufinden. Und das ist nun mal einfach heutzutage sehr einfach möglich und eigentlich auch eine ziemlich coole, coole Sache. Also es ist ja der Fortschritt macht da ja, also sozusagen, der ist ja da, da sind wir ja angekommen, ey. Das ist ja der Shit. Und dann finde ich es einfach ärgerlich, wenn man dem zu krass mit Bürokratie Mist irgendwie im Weg steht. Aber ich finde, alles, was, sage ich mal, vor der Wahl jetzt, die kommt, irgendwie noch entschieden wird. Kommt da Brot? Brot? Okay. Brot. Wollen wir das oben drauf packen? Ah, das ist, ja. Ich grill das mit. Pack mal an die Seite oder so. Mhm. Achso, was ich sagen wollte, ja. Mit den Wahlen. Also natürlich sagen jetzt natürlich die sehr viel, dass sie auf jeden Fall auch viel noch machen wollen in dem Bereich. Aber alles, was, sage ich mal, bis zur Wahl nicht irgendwie mehr oder weniger irgendwie geschrieben worden ist, wird dann nach der Wahl eh wegfallen. So einzeln ist das übrigens jetzt echt unpraktisch. Also im Ganzen wäre das wesentlich besser gewesen, das Baguette. Jetzt lässt es sich nicht mehr vernünftig grillen, weil die Kräuterbutter ja auf der einen Seite immer ist. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen kann. Ich probiere das jetzt auch in Live-Fighting. Wie kriegen wir die jetzt wieder zusammen? Haben wir Alufolie? Haben wir Spieße? So Schaschlik-Spieße? Ja, aber da wird es dann auch schon runtergehen. Wir probieren das aus. Alufolie haben wir? Mit Alufolie würden wir es, glaube ich, hinkriegen. Ampelrate schreibt, mich nervt das, war mit dem Internetradio genauso, war bei den Anfängen auch dabei und dann kam GLV etc. Genau, das war wohl auch so, dass das ähnlich reguliert war, als es dann plötzlich möglich war für, weiß ich nicht, so freie Radios oder Campusradios oder so zu senden. Da wurde dann auch erstmal versucht, stark ja drauf irgendwann gemacht. Campusradio? Nee, so, man konnte ja so früher immer so eigene so, Internetradio. Lass uns mal ruhig. Willst du noch hier, da vorne ist noch Kartoffelsalat? Ja, und ich hätte gern auch ein Brötchen und... Duschwasser und AmpiRed haben Geld donated. Der Start für einen neuen Grill. Alarm! Schreibt AmpiRed 1 Euro. Dankeschön. Vielen lieben Dankeschön. Dank. Und dann... Vor 4 Minuten Duschwasser hat 5 Euro gespendet, damit ihr euch bald einen ordentlichen Grill leisten könnt. Ich fühle mich, du, mein Lieber, du fühlst dich doch bestimmt auch von der Seele. Aber vielen, vielen lieben Dank. Wir arbeiten dann demnächst mal dran. Also wenn man Brot zum Grillen schon zerschneiden muss, ist der Grill wirklich Tonne. Das war ein Absprachefehler. Vielen lieben Dank, ist sehr nett. Und guck mal, die Steam Team Gang hat sogar... So eine Mode, hä? Wo
Wobei, nee, ist kein Steam Team Emote. Die Steam Team Emotes sind aber auch schon raus. Ihr habt ein paar coole. Zeig die doch mal ganz kurz. Die haben auch einen. Die haben, glaube ich, einen mit Flügeln oder so. Cash mit Flügeln. Ah. OMG, ist das Käse in den Würstchen? Ach ja, und hallo. Hallo, Vio Käse. Ich grüße dich. Es könnte sein, dass da Käse drin ist in den Dingern. Ich bin mir nicht sicher. Ich muss jetzt erst essen, sonst sterbe ich. Mein Mikro war eben weg? Kann nicht sein. Das ist die ganze Zeit an meinem Ohr. Das hätte ich gemerkt. Was ein Troll. Seepase, ich hoffe, du bist gut gereist. Ah, da kommen sie. Guck mal, da sind die Steam Team Army Emotes. Die haben schon richtig viele, ey. Coole. Die sehen auch cool aus. Ich finde das auch immer schwierig, glaube ich, so Emotes irgendwie zu machen. Ich wünsche guten Appetit. Ich wünsche dir den auch. Danke. Wir sitzen ganz schön weit auseinander, ne? Ja, ne? Also eigentlich könnten wir ein bisschen. Vielleicht rutschen wir gleich nochmal zusammen, ich weiß nicht. Mir hat auch niemand gesagt, ob das okay ist, wie wir sitzen. So, als würde irgendwas zwischen uns stehen, aber. Also, außer der Grill. Guten Appetit. Ich hoffe, ihr habt auch was. Wenn ihr was zu essen gerade habt, dann schiebt es euch jetzt rein. Heute sieht dir gesund aus, denn er hat was zum Essen. Also, Terrorist ist gut. Mm. Oder wie hieß das nochmal? Brandstifter. Mhm. Mhm. Herr Bock, oder? Ich erinnere mich ein bisschen an die 24 Stunden Livestream-Pizza. Wo ich da gefühlt irgendwie zwei Chilischoten oder drei Chilischoten. War die hart? Die war sehr hart. War das die Pizza, die wir dir donated haben? Nein, also nein, das war eine andere. Ah, okay. Weil irgendwann hat doch einer, oder einer hat dir die herbestellt oder so. Nee, die hatte ich selber bestellt. Die hatte ich selber bestellt. Die hast du selber, die war doch eine, Das war auf jeden Fall eine echt coole Aktion. Crowdfinanzierte Pizza. Ich muss auf jeden Fall noch den zweiten Teil von den 24-Stunden-Livestream machen. Big Basti, es ist mega heiß und ich hasse es. Wie wär's mit nackt auf den Balkon gehen? Hab gehört, das ist eine super Idee. Bei Lissi gibt's Chinesisch. Oh. Ich habe zu Hause jedenfalls habe ich eine scharfe Soße, die wollte ich immer mal schon mal mitbringen, dass man die beim Grillen mal hier am Start bringt. Das ist was ganz anderes als das Bullseye hier. Ah, danke. Nee, Bullseye ist dagegen absoluter Anfängerschissel. Die habe ich aus den USA eigenhändig importiert und die ist wirklich scharf. Scharf. Die ist wirklich sehr, sehr scharf. Ja, die können wir erstmal so probieren. Probier es mal mit den neuen. Big Basti, das werde ich mein Lebtag nicht vergessen. Du bist ab jetzt immer der Nackte, das ist schon okay. Der Nackte. Ja, letztes Mal eine geile Story erzählt. Nur Rainbow, viel guten Appetit wünscht er. Vielen lieben Dank. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Er hat erzählt, er wollte auf seinen Balkon und schön unten ohne und seine Shisha reinholen vom Balkon. Mhm. Geht raus, bückt sich für die Shisha und hört dann nur die Nachbarn von der Seite. Entschuldigung! Er sagt, es war ein todesunangenehm. Und ich habe gemutmaßt, er hat dir möglicherweise unfreiwillig das Auge des Bären gezeigt. Das stelle mir natürlich besonders leid für alle Beteiligten. Mhm. Also Essen Alufolie auf dem Egel, ihr wollt den wirklich kaputt bekommen, oder? Das ist, glaube ich, nicht erlaubt, das stimmt. Was? Ja, aber. Warum? Einfach weil sich dann die Hitze staut. Aber wir passen ja gut drauf auf. Also wir machen das ja nicht komplett dicht. Ah, nee, sie sagte nicht das, sie sagte Menschenskinder. Okay. Mhm. Menschenskinder. Nicht entschuldige sie, sondern Menschenskinder. Menschenskinder. Alufolie ist giftig, nehmt eine Glasschüssel. Glasschüssel? Oh, die springt doch dann. Ah, okay, jetzt kommen hier die Health-Tipps. Das heißt, du, AmpiRed, würdest auch komplett abraten von diesen Alu-Schalen. Also das hört man ja immer mal wieder, dass gerade bei Alufolie, weil die so dünn ist, dann irgendwie die Schadstoffe da so durchdiffundieren und irgendwie. Wie trinkst du und wie isst du? Das ist. Mit dem Mikro. Ach so, das ist aber, ich bin einfach, also ist eine schon dran gewohnt. Ist eine Kernkompetenz von mir, in allen möglichen Lebenslagen die Möglichkeit zu haben, Nahrungsmittel zu mir zu nehmen. Und wenn ich das irgendwann nicht mehr kann, Edelstahlschüssel, okay. Edelstahlschüssel. Ihr wollt ja nur vor dem Egel den Löffel abgeben. Das wäre auch aufregend, ne? Mach's lieber weg, ist krebserregend. Jetzt machen sie dir ein schlechtes Gewissen, mein Freund. Ja, krieg die Regie. Alles gut. Ich wollte noch erzählen von meiner Soße, die wollte ich demnächst mal mitbringen. Ist ein amerikanischer Import und die hat wirklich ganz gut Pfeffer.
Und das ist eine ganz witzige Sache, wenn Gäste hier sind, die Bock haben. Es gibt ja Leute, die sehr gerne scharf essen. Einfach mal zu gucken, okay, wie krass können die scharf so ab? Mal aufpassen, dass man keinen Ärger kriegt wegen Körperverletzung, aber... Mhm. Ja, die sichern sich ja irgendwie immer ab. Geiler ne? Scheiß. Mhm. Genau, ich lasse mir das unterschreiben. Mhm. Die sehen richtig gut aus. Es gibt einen YouTuber, ich glaube, der kommt... Es gibt sogar mehrere YouTuber. Ja, der kommt, aber jetzt muss ich mal überlegen gerade, ob der aus Frankreich kommt oder sogar aus Holland. Auf jeden Fall macht der so ein auch so ein Barbecue, aber dann immer mit ganz scharfen Soßen und der steigert das immer. Und der hat dann irgendwelche Stars wie Martin Garrix oder so dort sitzen und dann fangen die erst von unten an und dann geht das dann halt immer höher. Und es wird geguckt, wer steigt als erstes aus. Aha. Krass, finde ich spannend. So ein heißes Interview. Neue Menschen in der Family, Centurio und Nissus, dann seid herzlich begrüßt. Willkommen. Schön, dass ihr da seid. Willkommen in der Family und danke für euer Follow. Cool, dass ihr da seid. Berner Würstel sind die besten, sagt Lissy. Hier, schreibt gerade hier der weiße... Enlock ist das. Ah, Enlock. Hm. First We Feast. The Feast. So heißt die? Heißt der YouTube-Channel. Hm. Brot. Noch. Brot? Ich hab schon Brot. Wir können teilen, brüderlich. Wüstenbrot, schau, ist schon weg. Du kannst das mit dem Krebs haben. Ah, okay. Das ist also... Wenn das okay ist für dich. Auf jeden Fall. Nee, ich mach dir hier einen neuen. Wir machen jetzt keine mehr mit Krebs, ist okay? Die nächsten machen wir ohne Krebs. Und wenn wir das oben drum machen? Nee, das macht ja keinen Sinn. Wir sollen mal Gujohnny von die Grillshow einladen. Der soll auch direkt einen Grill mitbringen. Ist das der hier, der um die Ecke ist? Oder es gibt einen von hier um die Ecke? Kappa Dirk ist in der Nerdster Facebook-Gruppe. Vielen Dank, dann gucke ich mir die mal an. Mopskeks hat nur Erbsen einen Topf. Während wir grillen, das tut mir leid, das ist wirklich nicht schön. Stimmt, die essen Hot Wings. Essen die ganze Zeit. Ah, okay. Die machen Interview, essen die Fragen noch harmlos und die essen Hot Wings. Umso schärfer die Soßen werden, umso pikanter die Fragen. Großartig. Ist ein guter Hinweis. Potmensch sage ich auch so, ganz scharf, irgendwann macht es keinen Spaß mehr. Ja. Aber es gibt Leute, die können einfach besonders schnell scharf. Mhm. Also die können einfach richtig scharf und finden das irgendwie scharf. Also im Sinne von gut. Ihr wisst schon. Mm. Das gibt's einfach wirklich, dass da Leute so Bock drauf haben, dass das so richtig killt. Ich mag das auch irgendwie, ne? Ja? Also dass es scharf ist. Wenn's wehtut aber auch. Wenn du einfach nichts mehr schmeckst, ne, dann finde ich das halt irgendwie, dann hat das keinen Sinn. Finger ablecken und Brot anpacken, ihr seid doch Fernsehen, Mann, Dirk. Ja, also das ist jetzt wie folgt. Wenn ich das wieder drauflege nach dem Ablecken der Finger und dann das angefasst habe und dann uns dann drauflege, dann ist ja das Schöne, dass wir mit dem Grill, mit diesen unfassbaren Temperaturen, die sich auf unserem Elektrogrill hier entwickeln, das ist wirklich warm, also. Die Möglichkeit haben, ohne Probleme, versteht sich, die Bakterien wieder abzutöten. Deswegen ist das komplett unbedenklich und ich könnte sogar ablecken vorweg. Aber das wäre mir auch irgendwie suspekt. Dirk, nichts ist schärfer als Dirk, sagt der Björn. Weißt du denn, was heute für ein Tag ist? Was ist heute für ein Tag, lieber Kmetsch? Heute ist der 21. Mittwoch. Übrigens, mein Papa hat Geburtstag. Grüß dich, moin. Moin, Bernhard, na? Nee, heute ist der längste Tag des Jahres. Mittsommer? Mhm. Krass. Also, eigentlich so langsam geht der Sommer weg. Mhm. Das heißt also, heute wird es ganz lange hell bleiben. Und deswegen können wir den ganzen Tag senden heute genau, Abend. Genau, das ist perfekt eigentlich. Wir bleiben. Es ist ja dann übrigens tatsächlich so, dass es im Sommer dass es tatsächlich nie komplett dunkel wird. Mhm. Deswegen sind zum Beispiel Sternenforscher darauf angewiesen, ihre Forschungen im Winter zu machen. Mhm. Weil oder es einfach nachts, es wird halt nachts nicht komplett dunkel. Manche Crunch will das nicht hören mit dem Finger ablecken. Guck einfach weg. Stell dir vor, ich hätte nicht abgeleckt. Die hat da so ein bisschen, die kann das nicht so gut. Nee? Nee, die hat da so ein bisschen... Könntest du mir von deiner linken Seite, ja? Das normale Brot. Oh fuck, wir müssen da das umdrehen. Hast du die Finger schon abgeleckt?
könntest, würdest du es bitte, bevor du es umdrehst, kurz ablegen? Ablecken? Dreht mal das Brot um, das eine, schreibt Big Basti. Fuck, ist schon ein bisschen spät. Ah, das auch. Mist. Danke, Big Basti. Ihr müsst früher Bescheid sagen, Freunde. Ja. Was gucken wir mal, was das Krebs... Oh, ja. Linse hat 10 Euro gedonatet. Vielen Dank, oh, danke schön. Linse. Geht das auch an den Grill oder woran geht das? Woran dürfen wir das investieren? Das wird überhaupt nicht. Schnell umdrehen, sonst wird die Wurst warm. Ja, ja, mobbt uns ruhig. Marcel hat eine Wurst nach oben bekommen, ohne Soße. Das tut mir natürlich leid. Alle, ihr habt alle ohne Soße bekommen, sagt Amina. Das ist also fair. Ab in die Grillkasse mit dir. Vielen lieben Dank. Oh mein Gott, viel Geld! Ich habe von mehreren Leuten gesagt bekommen, dass sie diesen Jingle extrem großartig finden. Und ich habe mal gedacht, oh mein Gott, ist das grausam. Mhm. Ich wusste mal nicht, ob das überhaupt noch Ansatz okay ist. Aber offenbar fanden den ganz viele ganz witzig. Oh nein, Buddy muss wieder arbeiten. War die dann halt durch? Wir glauben an ihn, oder? Mhm. 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 Vielleicht nicht Vollmond. Ah, Buddy, Abend. Hey, Ruhe da unten. Sehr großartig. Ja, ich fand gerade eben diese Sendelizenz-Diskussion nochmal ganz interessant. Falls ihr da überhaupt, ne, wenn ihr immer an Sachen euch hier beteiligen möchtet, diskussionsmäßig immer gerne rein. Das finde ich echt ganz geil. Ihr seid angenehm aktiv, so dass ich zwar, wenn es an meinem Rechner mal wieder abkackt, den Chat nicht mehr mitverfolgen kann. Das ist ein Problem, sehe ich. Aber ich sehe es. Aber da sehen wir es auf jeden Fall. Und läuft das komplett über deine mobilen Daten? Wäre kein Problem, Ben. 6 Gigabyte. Krass, oder? Ich bin ein richtiger Bonze, was das angeht. Marcel schnort auch immer hart bei mir. Und dann gebe ich ihm Hotspot und dann fängt er schön an, irgendwo Videos zu gucken online, der Lümmel. Finde ich auch immer nicht okay. Ich muss mal kurz in das Zelt hinein. Mhm, geh mal ruhig. Lass mich ruhig alleine. Vorsichtig. Ja, ja. Funke. Mhm. Oh, schon gemütlich. Funke Media Gruppe. Ich kann Amina jetzt gleich ruhig nochmal hier so ein, zwei Würste. Kmetsch und ich kriegen beide eins von denen. Und dann sind wieder drei Würstchen da. Drei so kleine. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Der Robot hat seinen Fensterrentner, Nötze hat sein Fenster Marci. Ist das etwas, also gibt es da diesen Begriff, den Fensterrentner? Ist der also. Fensterrentner? Ist das geflügelter Begriff? Ja, aber nicht. Okay, es kann auch eine weibliche Rentnerin sein, ne? Aber das kenne ich auch von meiner Vermieterin. Die Fensterrentnerin. Mhm. Die wissen alles. Das ist auch beeindruckend, oder? Ja. Die sind immer sehr gut informiert. Ja. Wenn man aber irgendwie was wissen muss, dann kann man auch im Zweifelsfall darauf zurückkommen. Mhm. Rentner, immer am Spionieren, schreibt M-Lock. Immer! Bitte, willst du Soße drauf machen? Vielleicht so einen Schlag Ketchup schön, damit sich keiner beschwert? Schön, oder Brandstifter schön. Pieper hätte auch gern was von den Würstchen im Speckmantel. Da können wir ja einpacken, oder? Die Fensterrentner wissen vor allem alles besser. Ja. Das ist, glaube ich, liegt aber in der Natur der Sache. Berner Würstchen heißen die Dinger. Bernhard. Ich leg mal noch mehr Bernhard Würstchen. Bernhard hieß mein alter Klassenlehrer. Bernhard. Presslufthammer Bernhard. Kennst du ihn? Beinhard, ihn Schoppe. Genau, das ist auch so. Warum kriege ich eigentlich immer die Kleinen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich verstehe schon. Mechi steht auf die großen Dicken. Verstehe das auch. Ist schon okay. Du, da hat jeder sein Vor. Gehst du da weg, Fliege? Schon die ganze Zeit hier. Die denkt sich so. Wie gefällt dir eigentlich der Imbisskartoffelsalat? Oh, herzlich willkommen. Kannst du zufällig Chinesisch? Hey, was ist herzlich willkommen. Willkommen in der Nerds Family. Ni hao. Ni hao. Warte, wir müssen noch gleichzeitig. Ni hao. Ni hao. Ah. Gerade haben wir noch darüber geredet. Jetzt fühlt sich das schon wieder so falsch an. Was denn? So in so Akzenten reden oder. Weißt du? War irgendwie nicht. War irgendwie. War nicht angemessen, ne? Ja. Das funktioniert hier überhaupt nicht mit der Alufolie. Ja, ne? Kack Lifehack. Regieanweisung: Kmetsche hält die Soße nicht richtig in die Kamera. Oh.
Man sieht Amina da unten am Rand noch so ein kleines bisschen rumpanschen. Das ist auch sehr schön. Oder wir machen das so über die... Kein Problem, Amina. Tob dich ruhig aus. Ah, hier, guck mal, der Pottmensch kennt den Song natürlich. Und wieder so ein Ohrwurm. Jeden Tag hole ich den Presslufthammer aus der Werkzeugkammer und dann mache ich Krach. Es gibt keinen, der seinen Hammer so gern hat. Man nennt mich Presslufthammer Bernhard. Großes Ding. Ist auch Torfrock. Wusstest du, dass der Sänger von Torfrock, der auch gleichzeitig tatsächlich die Synchronstimme von Werner ist, dass der Lange ist von Klaus und Klaus, die mit an der Nordseeküste. Nein. Am plattdeutschen Strand. Das ist der gleiche Typ wie der von Torfrock. Krass. Kein Witz, das ist richtig witzig, oder? Aber das sind ja auch so generell, also auch dieser ganze Synchro-Bereich. Also manchmal, ne, da hast du dann irgendwie so Synchronsprecher, die irgendwie so mega krass bekannt sind, aber irgendwie kennt sie keiner. Und da hast du so einen Bam-Effekt. Ich habe nämlich jetzt auch gesehen, dass Til Schweiger, der hat ja auch, der ist von der Schauspielschule gekommen und hat keine Arrangements bekommen. Und dann hat er Synchronsprecher gemacht. Ich glaube, das ist so ein typisches... Und er hat vor allen Dingen unter anderem Pornos synchronisiert. Ja, genau. Das waren die ersten. Mhm. Ja. Schön so unrum. Das kannst du dir auch richtig vorstellen beim Schweiger mit seinem Genuschel. Weißt du? Der klingt die ganze Zeit immer, als hätte er so einen Schwanz im Mund. Ohne Witz. Na, und den. Richtig tief. Kann mir eigentlich einer das mit dem Boom erklären? Ich habe das noch nicht verstanden. Boom, wadadada. Das war. Wir haben die E3, kann ich dir machen. Ich kann dir machen. Die Amazing E3. Und zwar, würdest du hier nochmal nachfüllen? Ja, gerne. Und belastend. Und zwar war es während des E3-Talks, da haben wir die E3-Trailer uns angeguckt und ich weiß schon selber nicht mal mehr, welcher Trailer es war. Aber es war ein Trailer, der hatte so einen extrem fetzigen Soundtrack mit drin. Und dabei wurden aber die ganze Zeit irgendwie Leute erschossen und das sah auch vom Bild her relativ brutal aus. Ah, und dann habe ich, hab ich gesagt, dass das so mein Gefühl ist, aus dem ich so aus dem Trailer rausgegangen bin. Dass ich so hinterher dachte, das klingt jetzt wie, geil, boom, badadada, töten, boom, badada. Weißt du, das ist schon, also ich fand es so skurril einfach, dass diese Musik so gute Laune gemacht hat. Crackdown? Error. An der Nordseeküste von Klaus und Klaus kann ich mit einem Freund bei SingStar auf 9500 Punkte. Gut, es gibt Dinge, auf die kann man stolz sein, aber ja gut, letztlich ist aber schon großartig. Ja. An der Nordseeküste am plattdeutschen Strand sind die Fische im Wasser und selten an Land. Warst du beim Friseur? Mal oder? So in der letzten Zeit? Mhm, vor gestern. Gestern? Ja. Ja, weil ich dachte mir so, gehst du auch noch irgendwie vorher zum Friseur? Und ich mittlerweile merke ich so, ich muss echt mal wieder zum Friseur. Und dann dachtest du, dir läuft auch schon seit... Ja, seit Wochen so eine lange Matte. Da falle ich auch nicht so auf. Ja, ich war gestern beim Friseur. Ist euch noch gar nicht aufgefallen, ne? Schön, so genau guckt ihr hin. Versteh schon. Ach schön. Aber es ist echt schön, wieder bei euch mal zu sein. Enlock meldet sich für eine Nerdstar-Band gerne als Gitarrist oder Schlagzeuger. Okay. Bist du denn auch, bist du dann als Gitarrist auch so Lead-Gitarrist-mäßig am Start? Weil, also Marcel ist, glaube ich, Rhythmus-Gitarrist. Schlagzeuger bin ich. Und Lead fehlt noch. Guck mal, Lobo ist es in der Pre-Show schon aufgefallen. Sagt er mit der Frisur. Nicht schlecht. Es war dringend nötig. Ja, ne? Ja, ich finde das auch bei so mir. So im Sommer so. Fühlt sich das nicht so gut an. Pottmensch, aber da muss Dirk den Sänger machen. Okay. Die Frage mit dem Friseur kam anfangs der Sendung bestimmt fünfmal. Okay, ich habe nichts gesagt. Ja, okay. Dann eben andersrum, ihr oberflächlichen Schweine. Das wäre das Einzige, worauf ihr achtet, ne? Enlock kann Leadgitarre von fast allen Slipknot-Liedern. Okay. Ja, ist schön. Slowly stop the ache. Aber apropos Band, ich habe mal gehört, du warst mal in so einer Band.
Mhm. Band. Ich bin immer noch in einer Band. Du bist immer noch in einer Band? Ja, ja. Meine Band gibt's immer noch. Das ist die gleiche Band seit mittlerweile 10 Jahren. Wow. Krass, ne? Mhm. Aber heute wird witzigerweise schon genau das gleiche noch gesagt. Vor 5 Jahren oder so. Oder wann war es denn besonders viel? So 2012, vor 5 Jahren. 2012, 2013. Da haben wir noch 20, 25 Konzerte gespielt im Jahr. Jetzt schaffen wir 20 bis 25 Proben im Jahr. Damals richtig hart, mit 3-mal die Woche Proben und so weiter. Wie habt ihr euch kennengelernt? Alle irgendwie Schule oder? Tinder. Gibt's eigentlich Tinder für Bands? Oh mein Gott, Geschäftsidee! Das ist schon ungefähr die dritte Tinder-Idee, die ich habe. Tinder-Geschäftsidee, Tinder-artige Geschäftsidee. Wo du dann so einen Jingle hochladen, so ein Sample hochladen kannst von deinem Können. Zum Beispiel, ja, nee, oder einfach, ob du optisch reinpasst. Das reicht ja schon. Die meisten Bands gehen noch nicht nach Können. Man kann ja zusammen gut werden. Also wir sind zusammen besser geworden. Auch nicht gut, aber besser. Könntest du dir vorstellen, dass ich in einer Band bin? Bist du in einer Band? Nee, könnte ich mir nicht vorstellen. Nee? Ja. Oder mache ich eher Solo? Du bist so ein Trap-DJ. So ein Trap-DJ. Mit einer kompletten Maske oder stehe ich dann auf jeden Fall so? Mit Maske und so Schusswaffengeräuschen? Nee, Konfettikanonen. Ja, ja, aber auch so Bazooka-artigen Dingern. Die sehen so richtig gefährlich aus und dann kommt auch nur Konfetti raus. Ja. So was, genau, das ist genau dein Ding. Wo erst alle denken so, mein Gott, Hilfe, we're gonna die und dann, wow, Party. Okay, mal gucken, ob wir irgendwas bis zum Community-Grillen hinkriegen. Apollo geht auch nochmal auf den Grill. Oh, immer noch der gleiche Grill. Ist das Fleisch durch die Sonne nicht eher durch? Ja, hier hinten im Hinterhof ist leider Schatten. Aber wenn wir es nah an unsere LED-Strahler halten, vielleicht grillen die das Ganze noch ein bisschen besser. So Marshmallows könnten wir auch noch. Der hat einen guten Tag heute, der Grill. So die kleinen Würstchen, dafür reicht's. Ich habe eben so ein bisschen den gestreichelt und ein bisschen, ne? Mm. Kmilches Saraza 2K17. Lissi, jetzt weiß ich, warum Dirk und ich uns so gut verstehen, weil wir beide Drummer sind. Spielst du auch Schlagzeug, Lissi? No fucking way. Mila, das war eine Konfetti-Ansage. Mhm. Dirk sagt, dass ich einen Einspieler für den Umbau suchen soll. Wir können ja das Musikvideo von Dirks Band zeigen. Moment kurz. Okay, ich höre ein Ja, ich höre noch ein Ja. Ja. Aber nur, wenn wir dazu sagen, dass Marcel dieses Musikvideo gemacht hat. Welches Musikvideo? Von meiner Band. Achso, dieses coole da, wo er erst nur das die ist ganz cool, nicht, noch nicht alles kaputt machen. Also. Falls wir es tatsächlich gleich zeigen sollten, also. ist eine witzige Überlegung. Ich glaube, das kann ich aber. Aber wie gesagt, dann wenn, so dass Marcel, dass ihr alle wisst, dass Marcel das gemacht hat, damit er genauso mit drin hängt wie ich. Ich habe den Grill gestreichelt und der wurde warm. Badada, Dissel. Dissel ist auch so ein Troll, das ist richtig cool. Aber die haben richtig viele großartige Trolls da, muss ich sagen, bei der Steam Team Army. Mhm. Das ist, wir haben ja hier ein Herz für Trolls, deswegen mögen wir den Lobo auch so gerne. Guck mal hier, ich hab hier so einen richtig echten großen, der ist ein bisschen brandy, aber eigentlich top. Oder willst du hier lieber den kleinen jetzt? Der ist dafür nicht gar nee, nicht ich behalte den jetzt. Ja, behalte den, okay, ist gut. Hm. Nun würde mir das weitaus weniger Spaß machen, sagt Marcel. Ja, dann confirmed. Können wir eigentlich mal gleich kurz machen. Dann spielen wir das gleich ein, ist okay. Ich gebe offiziell die Rechte dafür. Fuck, sagt Marcel, Arsch. Upsi. Ein Strops gehört jetzt nur vom norddeutschen Strand. Ich muss mir vorstellen, dass er jetzt da sitzt zu Hause. In der Nordsee. Küste. Meine Mom hat früher Unterhaltungsmusik gemacht. Und so auf 50. Geburtstagen, Silberhochzeiten und so vor allen Dingen viel gespielt. Und da hat die total viele solche Musikstücke halt natürlich auch geübt, weil die halt bei denen angekommen sind. Deswegen bin ich interessanterweise auch mit dieser Musik teilweise groß geworden oder damit sozialisiert und kenne halt total viele so alte Schlager singt, aber so alte Schinken, ja, genau. Alte Kamellen. Wo sich immer wieder Leute, wenn ich mich mit älteren Leuten darüber unterhalte, die halt natürlich damit voll aufgewachsen sind, sich wundern, warum ich da so bewandert drin bin. Und dann kann ich mal von meinen Magst du Wolle, Petri? Von meinen Kindheitstraumata erzählen. Nein. Nein? Nein, also der ist mir nicht grundsätzlich unsympathisch tatsächlich. Überhaupt nicht. Mhm. Großen Respekt für sein Lebenswerk. Aber die Musik gibt mir nichts. Es ist auch so ein Generationsding, gibt mir gar nichts mit.
Weiß nicht, ja, meinst du? Hm. Ich glaube, es ist so ein Generationsding. Weil ich habe jetzt, ich gehe ja auch gerne auf so Events und so, ne? Mhm. Und, du bist ein Event-Typ, das kann man nicht anders sagen. Ich habe jetzt eine E-Mail bekommen. Ich hoffe, ich darf das jetzt sagen. Ich sag's einfach, ihr behaltet es einfach für euch, wenn ich es noch nicht raushauen kann. Es gibt bald ein Wolfgang Petri Musical. Wahnsinn heißt das. Ah, was? Mhm. Und du sollst mitspielen? Nein. Ah, oh, das hätte ich groß gefunden. Schade. Aber ich glaube, das ist erst im Februar 2018 startet das. Okay. Das ist ja mega verrückt. Ja. Weißt du, und das würde ich mir schon wieder reinziehen. Ja. Das will ich mir schon wieder reinziehen, so auf so eine ironische Art und Weise. Weißt du, wie man so das Dschungelcamp guckt, wo man sich so ein bisschen davon distanziert und sagt, ja, ich guck das ja nicht, weil ich, also das ist wirklich gut, ich will einfach nur, ne, weiß ich nicht. Wobei, muss ich sagen, Dschungelcamp habe ich immer großartig gefunden. Also alles safe. Ist dazu mal ein Special gemacht? Kann man da super mit durchziehen, oder? 2 Wochen? Sarazar ohne 3-Tage-Bart. Ah, du siehst aus wie Sarazar ohne 3-Tage-Bart. Interessant. Das stimmt. Von hinten. Von hinten? Ja. Da wurde ich schon öfters mal... Welcher Teil jetzt? Der Kopf, oder? Ja, vom Kopf. Ja, vom Kopf. Ich dachte vielleicht... Rücken, unten, aber das würde man erkennen. Vom Tattoo. Aber, Kakole fragt noch, wer ist die Person neben dir? Könnte er sich vorstellen? Musste weg, deswegen war er echt nett. Ich hab dich gar nicht so richtig, ich hab dich einfach so für selbstverständlich den Kmetsch hier sitzen gehabt. Darf ich das kurz wenigstens an einen, also einführen? Ich bin gespannt. Darf ich dich kurz einführen? Ja. Das neben mir ist der Kmetsch. Kmetsch ist seines Zeichens YouTuber. So sind wir tatsächlich zusammengekommen über eine gemeinsame Freundin, und zwar die Lisa mit IE. Die wir irgendwann mal auf der Gamescom aufgegabelt haben. Und die hat irgendwann mal gesagt, ich kenne da so einen Typ und der ist ein verrückter Hund und ich glaube, der würde gut zu euch passen. Und dann haben wir irgendwann mit Kmetsch Kontakt aufgenommen und er war gerade kurz davor, seine Reise nach Südafrika zu begehen und hat da natürlich auch dann geblockt, wie es so YouTuber eben tun, davon berichtet, sehr coole Sachen dort erlebt und die videografisch festgehalten und wir haben eben vorher abgemacht, dass wir sagen, okay, pass auf, lass uns das doch einfach so machen, dass wir deine Sachen, deine Videos, die du dort produzierst, nochmal ein klitzekleines bisschen aufbereiten, so dass sie gut reinpassen in unsere Formate und die in unserem Live-Programm zeigen. Mhm. Und so für uns einen coolen Content haben und auf der anderen Seite Leuten auch zeigen, was du für Dinge erlebst und Leute, die das gut finden, dann auch vielleicht mal bei dir hängen bleiben, so wie man das eben dann auch mal macht. Und haben uns da eben direkt sympathisch gefunden und jetzt hängt der Kmetsch immer mal ab und zu bei uns ab in bestimmten Dingen und ist morgen unter anderem für uns, das kann man vielleicht auch sagen, als Reporter auf dem Campus Festival in Bielefeld unterwegs. Und macht da schön Außenreporter. Ja. Genau. So, ich glaube, das ist so das größte Ding. Und Kmetsch, das vielleicht auch noch so, neben Reisekram ist er ein absoluter Freizeitpark-Fetischist. Ja. Und hat dann dementsprechend auch das ganz viel als Content bei sich auf dem Kanal. Sei es tatsächlich Freizeitparks begehen oder irgendwelche Freizeitpark-Games auch zu zocken. Planet Coaster gehört mit da rein. Und ja, ist ein wilder Hund, aber man muss ein bisschen aufpassen, weil er ist ein kleiner Terrorist und auch manchmal ein bisschen eine diebische Elster. Der Marci schreibt gerade, ich habe, dass ich die Neigung habe, Stormtrooper zu klauen. Das stimmt gar nicht. Also das nehme ich jetzt mal als Gerücht hier auf. Ja, aber danke. Ja, ist alles richtig. Gut, oder? Ja, finde ich super. Habe ich ganz gut zusammengefasst, ja. Oder? Ich hätte es jetzt ein bisschen kürzer gefasst. Man könnte meinen, das schon mal gemacht habe. Schon so fast die ganze Geschichte. Mhm. Unsere Kennenlern-Story. Ja. Jules, Hallöchen, moin und wieder am Grillen, sehr sympathisch. Ja, allerdings, wie gesagt, immer noch auf dem E-Grill. Ich hoffe auch, du nimmst uns das nicht übel. Wir haben so viel Hate schon bekommen. Musikvideo. Ah ja, genau, und du bist Ruhrgebietler. Haben wir alle Fragen geklärt, Kakole? Oder hast du noch welche? Ansonsten gerne. Das Format heißt ja Barbie Q&A und es kann sehr, sehr gerne gefragt werden. Alles, was ihr alles wollt. Darf gefragt werden. Ob wir dann antworten, ist eine andere Geschichte. Ja. Ja, der Chat läuft noch. Dirty Chicken Tinder? I'm eating pizza. Hey there. Where are you from, Dirty Chicken Tinder?
Ich liebe das, wenn Leute irgendwie von irgendwo hier mal so reinstolpern. Und sie, ne? So, und sie denken, oh mein Gott, die Deutschen. Die Deutschen haben aber kleine Würstchen. Also so richtig. Weißt du, super, das geht wieder auf die, geht wieder in die ja, Gerüchteküche rein. Eigentlich darfst du nicht da. Hast du schon beantwortet, wie dir dieser Tiefkühl-Dosensalat schmeckt? Dieser aus dem Dingsgefach. Letztes Mal als die ich finde den gut. Ja? Aber ich esse auch nicht so häufig, sei mir gegrillt ist und so. Kartoffelsalat, finde ich, gehört einfach dazu. Also das ist so ein Must-Have. Dirty Chicken Tinder, runs away! Why are you doing that? Stay! Oh, won't you stay with me? Oh, all I need ist groß. Ja. Singst du gerne, Kimchi? Mhm. Ja? Aber eher für dich, oder? Vielleicht kommt da ja was. Ich bin ja YouTuber. Trap und Rap. Darf ich dir noch so ein... Ja. Als YouTuber muss man ja mittlerweile Musik machen. Auf jeden Fall. Das gehört irgendwie dazu. Das ist irgendwie so ein beschriebenes Gesetz. Klar, du musst ja ungefähr auch wissen, wo es dann hingehen kann, wenn irgendwann mal es mit YouTube nicht mehr läuft. Ja. Und du dir überlegst, ey, fuck, irgendwie nächster Karriereschritt. Ja. Ich meine, ich habe ja mal als DJ aufgelegt. Zur Bundeswehrzeit, aber lange her. Und ich finde, DJ sein und Musik selber machen ist nochmal voll. Ganz anderes Ding. Ja, sicherlich. Aber beides, würde ich sagen, hat seine Schwierigkeiten. Ich kann mir vorstellen, dass es durchaus auch den einen oder anderen guten, sehr guten Musiker gibt, der es nicht hinbekommen würde, eine Party vernünftig zu beschallen, weil er vielleicht sich aber nicht auskennt, zum Beispiel in zeitgenössischer Musik. Und du musst da auch immer up-to-date sein, ne? Also ja, voll. Wenn du so im Club auflegst oder so. Bisschen. Hast du mal den Brandstifter nochmal für der mich? Der Brandstifter. Und ein bisschen Senep. Was? Das Senep? Hier? Senep. Hm, genau. Nice. Chomsky würde zum Beispiel gerne Klavier oder Gitarre spielen können. Und werde das nie mehr lernen. Du, also würde ich nicht so behaupten. Kein Scheiß. Also Gitarre spielen, ich bin jetzt auch nicht kein besonders guter Gitarrist, ne? Ich spiele seit glaube ich, 3 Jahren jetzt und habe mir das damals dann selbst beigebracht. Komplett. Ich habe mir eine Gitarre geschenkt bekommen zum Geburtstag und habe mir das dann autodidaktisch beigebracht. Und zwar habe ich YouTube-Tutorials gemacht. Ich glaube, es hieß Der König des Lagerfeuers. Der König des Lagerfeuers. Ist, ja, sehr kredibil, aber da habe ich wirklich so den wichtigsten Scheiß gelernt. Und den Rest bringt man sich dann so bei, neue Akkorde und so weiter. Vielleicht will ich doch lieber die Soße probieren, die Steaksoße. Ja, natürlich haben wir Sriracha da, aber nicht nur Sriracha, sondern Sriracha Mayo. Dann gib mir doch nochmal die Sriracha Mayo auch ein bisschen. Wo ich hier schon so ein dickes Würstchen habe, kann ich mal die ganze Zeit. Was ist das überhaupt? Also ich kenne das irgendwie, das sehe ich immer bei den Asiaten immer. Oh, wir dürfen einfach überhaupt keine... Du, man kann... Ich kriege einfach ein schlechtes Gewissen. Ich finde, wenn man das entsprechend einordnet, kann man das sagen. Wir sind ja nur wirklich eigentlich politisch höchstgradig korrekt. Ja. Klavier und Schlagzeug würde ich mir gerne mal antun, sagt Mr. Pieper. Ja, der kann ja... Hier ist Sriracha Mayo, Beste. Und ein bisschen Klavier kann ich auch spielen, aber da zähle ich nur so eine... Weißt du, so 3 Songs, um mal kurz irgendwen zu beeindrucken. Klavier? Um die Girls ein bisschen zu beeindrucken. Ja. Kurz sagen, ja, guck mal, was ich kann. Also das kann doch fast jeder, oder? Ist ja voll schön. Mhm. So. So David Guetta Songs irgendwie immer nur 3. Den kann ich dann auch. Oder hier aber auch diesen, den schönen, wie heißt denn der Song von der Amelie? Comptine de Notre Aide, glaube ich. Boah, Französisch bin ich ist nicht gut drinne. So, was mit den nächsten Würstchen? Will die eigentlich noch irgendwer haben? Also ich glaube oben die Freunde. Ja, was meinst du? Ist da noch Bedarf oben? Nee? Okay. Amina schüttelt den Kopf. Amina sagt nein, also. Mich triggert, wie er Sriracha sagt. Wie sage ich denn Sriracha? Mike kann Gitarre spielen und eigentlich voll gut. Habe im jungen Alter angefangen und bis jetzt spiele ich zwischendurch aus Langeweile in meinem Zimmer. Eigentlich voll gut, ist aber auch eine interessante Relativierung des Ganzen. Warum nur eigentlich? Warum nicht einfach nur voll gut? Ist das, weil es unangenehm ist, das zu sagen? Ready to go, wir essen ein Stück für dich mit. Selbstverständlich, ich esse ein dickes Würstchen für dich mit. Ich nehme
Noch, willst du auch noch ein zweites? Ja, ich habe Angst, dass die Schinkendinger gleich explodieren. Nein, weil die so prall und dick sind. Mhm. Komm hier, den kann Amina noch eins mit hochnehmen. Sie läuft nicht für eins. Vielleicht wäre einfach so. Björn nimmt eine Wurst. So sieht genau, nee, genau, nimm du das doch. Das ist doch supi. Höchst erotische Aussprache. Kakole, hoffentlich nimmt er den E-Grill mit. Nee, nee, den, der bleibt schön bei uns. Wobei das also nicht unwahrscheinlich ist, dass der E-Grill danach nicht mehr steht. Das hat Kakole gerade vermutet, dass du möglicherweise uns den E-Grill entwenden würdest. Das verstehe ich gar nicht, warum. Mhm, sehe ich auch nicht, keine Ahnung. Also. Sriracha Mayo übrigens, müsst ihr unbedingt mal sagen. Wie würdest du, wer hat sich beschwert, Enlock? Wie würdest du Sriracha sagen? Sriracha? Mhm. Und? Kann es sein, dass Dirk einfach mal mega große Pranken hat? Ich habe schon relativ große Hände. So ein kleines Mühe. Hallo. What? Ich glaube, ich weiß, warum wir so weit auseinander sind. Was genau ist in diesem Getränkegefäß? Keine Ahnung, man sagte uns Maracuja. Mehr weiß ich nicht. Und der Rest ist ausschließlich belastend. Ach, Papaya. Sriracha. Soll ich das aussprechen? Sriracha? Soll ich das so aussprechen oder sage ich das so falsch? Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Dirk spricht das aus wie eine Krankheit, sagt Apollo. Sriracha. Ich habe echt heftig Sriracha. Sriracha erinnert mich auch manchmal so ein kleines bisschen an Sraczka. Sraczka? Sraczka. Sraczka? Polnisch für Flotten Otto. Sehr gut. Draconi, wenn ihr weiter so turtelt, wird das Fleisch gleich sogar heiß. Ja, das ist unser Trick. Enlock. In dem Getränkebehälter ist ein aufgegossenes zuckerfreies Pulver in tropischer Geschmacksrichtung. Ja, vielen Dank. Das hätte ich nicht besser zusammenfassen können, lieber Diggity. Vielen Dank. Weißt du, unser Moderator Diggity. Always at our service. Sehr gut. Okay, Mike will sich einfach nicht selbst leben. In Ordnung. Dirty Sanchez. Dirty Sanchez. Der würde es gerade ganz anders aussprechen. Grillen durch Hand auflegen. So, wir können ja so eine Challenge machen. Human Torch. Was? Ja, wer länger draufhält. Ja. Ohne Witz, unsere alte Klassenlehrerin, die zusammen mit, ich hatte eben Bernhard schon genannt, die zusammen mit Bernhard unsere Klasse geleitet hat, und zwar, wie hieß sie denn mit Vornamen, Alter? Fuck. Jacqueline. Das weiß ich nicht. Ich komme nicht drauf. Jedenfalls so eng mit war da? Noch alte Schule. Ah. Und die hat unter anderem auch den Hauswirtschaftsunterricht gemacht. Und wenn da sich jemand daneben benommen hat, ne? Abwaschen. Dann hat die den, wie war denn nochmal die genaue Nummer? Da hat die gesagt, da hat die auf die Herdplatte gesetzt und die Herdplatte angemacht und gesagt irgendwie, was hat sie dann gesagt? Sagt, wenn du aufstehst, wenn du gehen möchtest, dann, ich weiß wirklich nicht mehr, ich weiß nicht, was es war, aber sie hat jedenfalls heftig gefoltert noch. Wenn du jetzt aufstehst, ja, dann kannst du auch direkt den Unterricht verlassen. Genau, so ungefähr. Aber wirklich so eine Nummer war's. Nublack, Mahlzeit, ich hoffe, es schmeckt. In der Tat, schmeckt ganz gut. Also ich kann heute auch ganz gut mit diesem, Dosenkartoffelsalat, mit dieser in Mayo getränkter Suppe, ey. Aber läuft gut, ne? Es läuft doch wie ein Länderspiel. Ich weiß nicht, was ihr wollt mit dem Grill hier. Boah, das wäre auch was, weißt du? So hier Beamer noch, weißt du, dann kannst du hier... Pass auf nicht, dass sie Macht einsetzt und das Grillflut... Wegen dem Hand auflegen. Verstehe. Ja, könnte passieren. Hier, so eins will ich... Oh, der ist aber jetzt gut durch. Ui, oh ja, das ist... Ja, und die sind aneinander festgebacken. So, keiner sagen, die wäre nicht... Hier, die hätte nicht genug Power, hier die... Meine Grillung. Top Grill ist das.
Er schaut immer so auf den Grill. Bunter Hase LP, guten Abend. Essen vom Grill, Männer anwesend, da kann nichts falsch gehen. Ja, Essen vom Grill, okay, das war. Essen vom Grill, Männer anwesend, da kann nichts falsch gehen. Allerdings, lieber bunter Hase, oder liebe bunte Hase, der oder die bunte Hase? Das kann schon in, so in dem Sinne schief gehen, als dass wir natürlich hier einfach immer nur diesen Handgrill haben. Berner Würste sind mir, ich habe auch richtig Bock auf dieses Würstchen noch. Ich will noch so ein Berner noch. So ein Speck. Bernhard Diener. Mantelt das. Schön. Willst du den richtig durch, oder? Du weißt schon, so? Dass das so Krebs und so, ne? Willst du ihn oder willst du ihn nicht? Ich würde den anderen nehmen. Ja, dann nehme ich den, der richtig durch ist. Den jetzt? Ja. Gut. Danke. So, dann lege ich jetzt nochmal auf. Letzte Runde. Wir haben es schon Viertel nach neun. Was? Schon? Ja. Acht. Nein, Viertel nach acht. So, aber die erste, wir sind eigentlich nur für anderthalb Stunden jetzt hier, ist hier angesetzt. Ja. Und danach soll, oder lasse ich die Würstchen jetzt, dass wir die danach grillen? Ich würde die danach. Dann grillen wir die danach, warte. Genau. Dann haben wir da noch was. Ach so, es gibt nachher noch ein bisschen was anderes. Okay. Ja, vielleicht trotzdem. Morgen spielt Deutschland. Ihr könntet das Spiel ja auf eurem PC schauen und dabei grillen und das dann streamen. Sowas in die Richtung fände ich auch nicht schlecht. Es ist ja, also jetzt glaube ich, ist Confed Cup, ne? Nächstes Jahr ist ja dann WM groß. Da kann ich mir das richtig gut vorstellen, dass man sowas mal macht. Fände ich schon irgendwie ziemlich cool. Ist halt dann ein bisschen blöd wegen der Zeitverzögerung. Das heißt, wenn ihr das Spiel quasi auch gucken wollt, restreamen sollten wir das nämlich nicht. Da gibt es dann doch Ärger, weil beim Fußball, die sind richtig pissig. Die Frage ist, ob man könnte ja sich das Spiel angucken und den Ton ausmachen und dass man halt gemeinsam, sag ich mal, das Spiel guckt. Also so neben Fernseher und ne, Rechner. Mhm. Und aber dann, dass man es halt drüber dokumentiert. Aber wir haben halt Latenz. 10, 15 Sekunden. Und ja, deswegen, aber das kennt man doch hier von den ganzen Satellitenschüsseln, ja, Besitzern und Kabel. Weißt du, du hörst schon irgendwie 10 Sekunden vorher da hinten irgendwie schreien und denkst dir so, was? Das stimmt, das ist immer großartig, oder? Wenn es so leicht versetzt und immer so, nein! Ja. Macht einen dann so heiß. Ich guck in meinen. Das ist ein Apollo. Da ist Käse drin, ne? Apollo, schön. Das ist ein Topgrill, soweit er auf der Deponie oben heißer liegt. Heißer Käse. Wenn er oben liegt, ist es ein Topgrill, weil obendrauf, deswegen ist das witzig, weil on top sagt man manchmal zu obendrauf, ne? Witzig. Steht das, sehr gut. Sehr witzig. Lach ich drüber. Kann ich schon, ist schon gut. Ein Command? Fähig? Command fähig? Command? Ja, ist das ein Command fähig? Ein Befehl? Nee. Okay. Noch nicht. Okay. Top? Die hat 5 Sekunden. Wolltest du denn nicht mal so erzählen, was so passiert ist? So, vielleicht heute. Eigentlich wollte ich das erzählen, ja. Mhm. Vielleicht interessiert das ja die Zuschauer. 4 Stunden nur noch. Viertelstunde? Ich dachte Viertel nach 9. Ah nee, da ist dann das andere. Das Tor fällt so oder nicht? So oder so nicht, da ist eine Latenzwurscht. Schön. Hibims, der Reporter. Kann man noch irgendwo seine Afrika-Reise sehen oder kann er ein bisschen was drüber zeigen, drüber sagen? Also ich denke, du kannst sicherlich ein, zwei Worte sagen, aber auch zu sehen gibt es den ganzen Spaß noch. Genau. Ich weiß nicht, ob die Regie meinen Link zu meinem YouTube-Channel bereit hat. Das geht schnell. Aber das kann man ja schnell herausfinden. Ich war in Südafrika, habe dort Praktikum gemacht, war dort ungefähr 6-7 Wochen. Und habe so viele Sachen erlebt. Also ich war auf einer Safari, habe ein paar Tiere gesehen, auch von ganz nahen eigentlich auch. Ich bin mit meiner Drohne dort rumgeflogen, die mir dann auch irgendwann abhanden gekommen ist. Spannende Story. Dr. Owen. Wir nicht komplett, ja. Noch nicht komplett. Genau, gibt auch ein Video. Dr. Owen. Ah. Und ich glaube, also eins so der größten Highlights war wirklich das Bungee-Jumping. Von der höchsten Brücke, von der man eigentlich runterspringen kann. Das war schon echt krass, weil es auch mein erster Bungee-Jump war. Und ich glaube, auch komplett mitgefilmt, ne? Ja. Das ist richtig, der war auch richtig geil. Das war ein richtig krasser Adrenalin-Moment. Sehr gut. Und das war auch aufbereitet von der Spannung her. Ja, das war auch sehr schwierig. Also als ich, jetzt sind sie gerade bei mir auf dem Kanal. Es war auch schwierig, weil auf der einen Seite wusste ich, okay, ich will das jetzt auf jeden Fall aufnehmen. Und das war auch mit denen halt so ein bisschen abgesprochen, weil wir noch eine andere Kamera von denen dann genutzt haben. Ja, ich nehme den. Und
Ja, dann bist, also eigentlich wollte ich nicht, aber irgendwie... Bist du das letzte Berner Würstchen? Nee, wir können es doch abgeben, oder? Willst du das letzte Berner Würstchen? Ja. Serberux, Hallöchen. Und Dums, auch dir Hallo. So, das Würstchen. Ein Würstchen geht jetzt hoch. Wollen wir vielleicht ein bisschen Brot noch dazu legen? Ja, Brot können wir. Ja. Keine Soße. So. Toll. 3 Brot, 4 Brot. 4 Brot. 4 Brot und ein Würstchen. Für die Regie, bitte. Ja, und das war auf jeden Fall richtig cool. Und was dieses Flyaway auf sich hat, das könnt ihr auf jeden Fall dann auch auf dem Channel sehen. Nachgucken. Kleines bisschen Spannung. Ist wirklich, also ganz coole Videos entstanden. Mhm. Meine Favorites waren, und ich glaube so die Favorites von allen auch hier, waren mit die Pinguine. Mhm. Alle haben, waren in die Pinguine verliebt. Hab sie total vergessen, die Pinguine. Alle waren mega in die Pinguine verliebt. Ja. Das war, hatte so ein bisschen was von Delfin, Delfinschwimmen. Delfintherapie. Ja. So, also wirklich mit so, als wäre jetzt, würde jetzt hier irgendwie der Pinguin rumstehen und du kannst da am Strand dich einfach hinlegen oder kannst schwimmen gehen und mit denen schwimmen gehen. Das war schon echt cool. Das fand ich auch, du warst richtig mittendrin, ne? Das fand ich auch beeindruckend. Müsst ihr euch einfach angucken. Kann man, glaube ich, gar nicht so erzählen. Sind wirklich coole Videos dabei. War schon eine. Fand ich auch echt eine ganz nice Dokumentation. Irgendwie schön nah dran. Und, jetzt hat er auch noch den Sarazar im Intro gehabt. Tada! Den habe ich auch getroffen auf dem Festival. Dooms schrieb noch, der wohl meistgehasste Elektrogrill der Welt. Das Ding. Ja, ist also. Könnte man doch videotechnisch aufarbeiten, oder? Oh, guck mal hier, die Palette färbt ab. An meine Hose dran. Ist ja eklig, Mann. Du nicht, weil du schön nackig bist mit dem Bein. Ja. Du hast, bei nämlich, dem du hast nämlich auch kein gewächstes Schienbein, mein Freund. Ich hab's noch gar nicht gesehen. Wolltest du mal fühlen? Warte, pass auf. Ist richtig groß, eigentlich müssten wir das jetzt, du müsstest einmal den... Oh, geht nicht so hoch. Fuck, ich hab zu dicke Beine. Ist nicht. Du lachst, aber ist nicht. Das wird jetzt total die erotische Stimmung hier. Sekunde. Das ist jetzt, wie lange ist denn das her, Marcel? 2 Wochen? Ich glaube, er hat gerade eine Wurst im Mund. Oder was? Ähnliches. Ja. 2 Wochen? 2 Wochen Mittwoch, heute vor 2 Wochen. Und das ist Fümer. Tolles wow. Ergebnis, ne? Wow. Es ist immer noch komplett, also glatt. Es sind halt, ich habe ein paar Haare nicht erwischt offensichtlich. Die habe ich dann nicht mit Wurzel rausgerissen, sondern nur so einzeln. Die sind dann wiedergekommen, aber der Rest, es fühlt sich toll an. Wow. Ganz toll fühlt sich das an. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, bin froh, dass ich keine Frau bin. Ich habe an ein, zwei Stellen gehört, dass ich möglicherweise irgendwie mal mein Ton mal weg ist. Ein, zwei Mal zwischendrin. Vielleicht kann die Regie das mal überprüfen auch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob da jemand auch mal reinhört ab und zu in den Ton. Bin mir nicht sicher. Kann man nicht sagen. Bisschen Ladies Talk wäre jetzt. Knetsch ist ja nicht. Knetsch würde auch eine fantastische Lady abgeben. Ja. Dann wärst du, wie hieß du dann? Nee, ich würd dann irgendwie so... Carmen? Cordula. Carmen fände ich gut. Nee, wie hieß ich denn nochmal? Kim. Doch, Kim, glaube ich. An Ladies Night hieß ich Kim, glaube ich. Aber Kim ist auch so ein... Kim. Das könnte auch ein Männername Kimberly, sein. Kimberly, ne? Kim ist genau, Kim ist doppelt. Nico Wollstein, and now kiss. Echt jetzt, Waxing Talk? Ja, das haben wir wirklich vor 2 Wochen was gemacht. Es gibt noch, ich will nicht drüber reden zu lange, aber es gab vor 2 Wochen eine Ladies Night. Ich hoffe, das ist nirgendwo mehr online. Björn war Bärbel. Und ja, ich sag mal so, wir sahen heiß aus. Der Grill ist das schwarze Schaf der Familie. Also wie gesagt nochmal, sorry wegen der potenziellen Funkaussetzer. Also wir sitzen halt hier, muss man einfach sagen, wir sitzen halt wirklich bei uns im Hinterhof und unsere Funkempfänger stehen unverändert dort, wo sie sonst auch stehen, im Studio. Und müssen hier durch 50 Wände muss das durch. In unserem riesigen Studiokomplex hier. Ja, das ist echt groß. Kann man nicht anders sagen, ey, das ist schon sehr groß. Irgendwie habe ich noch Hunger. Aber wir haben noch ein bisschen Kartoffelsalat. Ich hätte jetzt Lust auf was Süßes. Was Süßes? Wollen wir vielleicht ein Pickup auf den Grill setzen? Ach du Scheiße, aber das ist hier diese Mutprobe-Pickups, ne? Ja. Ab 16. Am Arsch. Ohne Witz, das wüsste ich mal gerne. Wenn die ein 12-Jähriger kauft an der Kasse, ob der Kassierer tatsächlich sagt, nee, mein Freund, sorry.
Oh, ich habe mal, das ist aber jetzt bestimmt 3-4 Jahre her, da gab es doch mal, ich glaube, von einem Energy Drink ist irgendeiner in Amerika gestorben, weil er zu viel davon getrunken hat oder nur ausschließlich das. Ja, genau, ist geplatzt. Und dann war ich am nächsten oder übernächsten Tag, habe ich mir in einem Markt einen Energy Drink gekauft und da hat die mich doch gefragt, wie alt ich bin und ob ich hier Ausweis, ne? Und ich dachte so, ist da Alkohol drin? Aber sagt sie, nein, das kann sie nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren und fragt jetzt jeden danach, der mehr oder weniger etwas jünger aussieht. Herr Kmetsch, sind Sie eigentlich schon 18? So gerade? Manchmal, also mittlerweile jetzt nicht mehr, aber so die letzten Jahre war das schon manchmal, ist das schon mal vorgekommen. Mhm. Ich meine, wir sind ja, glaube ich, beide fast im gleichen Alter. Bunte Hase LP macht sich nur Sorgen darum, dass uns Beine rasieren oder Waxing gefällt. Rasieren? Nö, von Rasieren spricht keiner, ausschließlich Waxing. Ja. Epilieren ist noch ganz okay. Mhm. Haben wir übrigens auch mal in der Sendung gemacht. Ich hab Nico mal, weil er verloren hat gegen mich, im Burger-Wettessen übrigens, haben wir eben noch drüber geredet. Ah, ja. Kmetsch meint nämlich, er könnte, würde mich herausfordern im Wettessen und ich sage nur so, lol. Vielleicht also, dann ohne Waxing. Ohne Witz, das Burger-Wettessen war hart. Ja? Gibt es auch noch irgendwo online, ist ewig her. Ist eines meiner ersten Videos, die ich gemacht habe für Nerdstar. So außen. Das war so dieses erste Challenge-mäßige Ding. Mhm. Das erste Road-Battle auf jeden Fall. Mhm. Und es war hart. Wir haben richtig dicke Burger gegessen und es war richtig viel davon. Weißt du noch, wie viele es waren? Mir ging es sehr, sehr schlecht. Kann ich nicht verraten, kann man sich angucken. Ja. Es waren jetzt gar nicht so, dass man jetzt sagt, das waren 20 Stück. Es waren aber auch keine... Das war jetzt nicht so... Das waren jetzt nicht diese kleinen Cheeseburger bei McDonald's, sondern das waren halt waren so richtig 180 Gramm Fleischburger, weißt du? Und wenn du da den dritten durch hast, bist du eigentlich schon so, oh, müssen würde ich jetzt nicht mehr unbedingt, ne? Warst du nicht auch in Las Vegas? Ich war auch in Vegas, ja. Da gibt's auch diese Klinik, wo die alles mit... Ist das in Vegas? Ich glaube nämlich nicht in Vegas. Nein, ist es in Vegas? Ich glaube, es ist nicht in Vegas. Okay. Ich habe es nämlich extra noch gegoogelt, als ich in Vegas war, weil ich genau dahin wollte. Es ist irgendwo in Amerika. Es gibt diesen Laden, ich weiß, was du meinst, wo es den Heart Attack Burger gibt. Heart Attack Burger. Das ist nämlich so fettig und so dick und so frittiert, dass man, dass sie offiziell dafür damit werben und warnen, dass man potenziell eine Herzattacke bekommen kann, weil da so viel Cholesterin irgendwie drin ist. Und die ganzen Kellnerinnen sind halt als Krankenschwestern verkleidet. Hat mich und, richtig, also und die du Idee... Du musst dann auch so einen Patientenkittel anziehen. Genau. Und ich hätte richtig Bock drauf gehabt, aber wie gesagt, leider nicht gefunden oder wie auch immer. War dann aber bei... in einem anderen Burgerladen und habe da, ich habe das glaube ich auch schon mal erzählt, aber kann man noch mal ruhig, den wahrscheinlich besten Burger meines Lebens gegessen. Und zwar bei Guy Fieri oder Fieri, das ist so ein amerikanischer Fernsehkoch offensichtlich. Mhm. Und der hat eben einen Laden aufgemacht, da gibt es ausschließlich Burger und Craft Beer. Burger und Bier in dem ganzen Laden. Und ich hatte einen Burger, das war ein richtig fetter Bacon Cheeseburger und obendrauf war noch eine Portion Mac and Cheese. Boah, fett. Es war also ein Mac and Cheeseburger. Das Teil war so groß und ich schwöre dir, du hast noch nichts Geileres gegessen in deinem Leben. Das war einfach der pure Orgasmus. Es war saftig, es war aber nicht pumpig, es war perfekt on point, das Fleisch richtig perfekt gegrillt. Dazu ein richtig gutes, starkes Bier. Also sensationell. Kein Scheiß. Es war einfach ausschließlich sensationell. Ich muss aber auch sagen, Burger kann man richtig versauen. Natürlich kann man Burger versauen, aber umso schöner, wenn es denn mal läuft. Ich glaube, mein Chat ist abgeschmiert. Hier sind noch viele Dinge. Doch, ich glaube, er ist nicht deiner. Mehr. Ja, ja. Ich habe bisher jetzt nicht mehr irgendwie großartig was gesehen. Kakole schreibt, es schrieb eben, schon ein paar Minuten her. Finde es schade, dass euch noch nicht so viele Leute entdeckt haben. Ihr macht so tolle Arbeit und so viel Aufwand. Ich hoffe für euch, dass euch noch viele entdecken. Das ist sehr, sehr nett. Das hoffen wir auch. Und man kann natürlich gerne, sagt man immer so dann dazu, ihr könnt natürlich gerne Leuten davon erzählen. Wenn ihr Leute habt, die auch Livestreams gucken, freuen wir uns, wenn ihr Bescheid sagt und sagt, hey, das ist manchmal ganz okay. Guckt doch mal rein. Ansonsten, schön, dass du hergefunden hast. Bleib dabei. Wir machen viel Aufwand, ja, aber wir haben einfach auch Spaß dran. Ist gut. Eine gute Sache. Hashtag Apfelschorle. Ist Apfelschorle da? Wollen wir Apfelschorle trinken? Können wir vielleicht. Eine Apfelschorle können wir. Wolltest du? Scheiß Internet. Ich mag Internets nicht. Einmal der Dirk. Ja. Guck weißt mal, das wurde sogar noch sehr professionell irgendwie. Ist das das Richtige? Das bin ich. Dich. Ah, ich weiß warum. Warte.
Ich glaube, ich habe wieder so K.O.-Tropfen oder so drin. Wahrscheinlich. Prost, wieder. Wie immer, Alter. Wie immer, wie so, immer. Und dann weiß ich nicht, was hier abgeht. Und dann hast du wieder einen Stormtrooper geklaut und kannst dich gar nicht mehr dran erinnern. Das ist ärgerlich, so dann, Roofies, ne? Oder irgendwie sowas. Roofies. The roof is on fire. The roof is on fire. Das ist richtig, das ist schwarz. Das ist richtig schwarzer, dunkler, dunkelschwarzer Humor. So wie eben die Außenseite von dem Berner Würstel. So, oh, warte mal. Du noch die Außenseite? Ja. Großartig. Warte mal. Jetzt habe ich hier gleich wieder Chat. Schön. Ist sowas passiert? Hast du ein bisschen Blick drauf? Menschen, ich verpasse euch. Jetzt geht gerade The Roof is on fire. The Roofies. Was haltet ihr von der Blue Whales Challenge? Hast du das gehört? Nee. Da geht, jetzt muss ich gerade überlegen. Ich habe das, glaube ich, bei Spiegel TV, glaube ich, gesehen. Aber das erste, was ich gefunden habe, dann ging es, glaube ich, darum, dass die sich umbringen. Also Leute, die müssen irgendwelche Aufgaben erfüllen. Aber ich glaube, das wurde doch jetzt auch irgendwie geklärt. Bluegrass? Kann einer kurz mal... Bluegrass ist doch ein Musikstil. Nee, Blue Whale, also der blaue Wal. Ah, Blue Und Whale. Ich weiß es nicht, ob es darum geht, dass man irgendwie die Luft abdrückt, so dass man halt blau wird. Aha. Oder ob das irgendwie damit zu tun hat, dass die in den Tod springen oder so. 50 Aufgaben, das letzte ist Suizid. Genau, das ist es, ja. Das ist nicht okay. Richtig krass. Also, was die da für Aufgaben und so irgendwie machen wollen. Und das ist richtig, richtig, richtig Psychoterror. Alter, ist ja ätzend. Das, nee, sowas finde ich nicht okay. Das belastet mich zu sehr. Aber das, finde ich, ist auch keine Challenge irgendwie. Also, das ist irgendwie... Es gibt so einige Sachen, die im Internet irgendwie passieren, die einfach nicht passieren sollten. Oder die direkt auch irgendwie von YouTube oder generell von welchem Anbieter auch immer irgendwie unterbindet werden sollte. Wer war denn jetzt hier gerade noch? Anne kam auch noch mal rein. Hallo Anne. Und hat sich auch über diesen, noch mal kurz über den Grill. Einmal alle auf den Grill. Ist okay, der hält das aus. Ist ein stabiler Typ. Der Grill. Das ist jetzt das dritte Barbecue mit dem Grill und es läuft. Es läuft, also es wird besser. Wir werden warm mit dem Grill. Naja. Und zwar, was war gerade, irgendwer schrieb gerade von Hipster, macht ihr wieder Hipster, ihr wollt ja auch mal was mit Musik machen oder so ähnlich, was war denn da gerade? Mittlerweile über 100 Tode durch Blue Whale, oh Gott, nee, lass uns nicht weiter darüber sprechen, ist ja fürchterlich. Don't do it. Björn fragt, Dirk, wird es Hipster wieder geben, weil ihr ja von Musik geredet habt. Tatsächlich wollen wir also verstärkt Musik wieder aufbauen, aber sicherlich nicht unter dem Titel Hipster. Wir fanden den damals irgendwie schon, war ja schon grenzwertig. Wir haben halt gedacht, okay, vielleicht ist es witzig, weil man damit irgendwie polarisiert, aber dann irgendwie fanden wir es einfach selber nur noch doof und waren dann echt nicht mehr zufrieden mit dem Titel. Wir haben ein Magazin gemacht, was Hipster hieß, und es ging um Musik und so Lifestyle-Themen und so. Nee, das nicht. Wenn, dann gibt's was anderes. Papa Oga, moinsen! Oga, Papa Oga, Oga, Papa Oga. Finde ich sehr, sehr gut. Erstmal kommen Play und Nerdstagie zurück, ganz genau. Das sind die nächsten Formate, an denen wir jetzt dran sitzen. Play sind wir immer weiter in den Vorbereitungen und Planung, und Nerdstagie sparen wir ja gerade auf das Set. Unter anderem geht unser Donation Goal da momentan hin. Dass ihr seht, dass das irgendwie zusammenkommt. Wie gesagt, wir gucken, dass wir das irgendwann mal finanziert kriegen. Dann merkt man wieder, was ich noch kenne. Hipster ist 4 Jahre alt, sagt der Björn. Ja, das haben wir 2013 gemacht. Hipster. Und dann abgesägt, das hatte was zu tun mit, überzieht ihr heute? Das kann man jetzt schon mal fragen. Das hatte damals was zu tun mit Netzwerkwechseln und so. Ja. Netzwerkwechsel ist immer sehr kompliziert. Ist schwierig. Ich bin ja auch jetzt in einem drin, aber ich finde es schwierig. Eigentlich will ich wieder raus. allein. Es hat Vorteile. Ja, es hat Vorteile, das auf jeden Fall. Und ich finde, die Vorteile reichen für mich. Aber man muss sagen, es gibt natürlich große Netzwerke, die natürlich auch sich eher die großen Leute holen. Also die großen Wahl, die großen Wahl.
den großen Wal, also die Mehrzahl von Wale. Whales. Whales. Whales ist das neben und ich Schottland. Ich fühle mich immer, deswegen, das war ganz cool, als wir auch uns auf dem Webvideopreis gesehen haben, wenn man da auf der Aftershow-Party ist. Also ich habe mich wie so eine kleine Krabbe gefühlt, die in so einem riesen Meer mit irgendwie so mit Hummern und Walen. Walen und so. Mhm. Und das war irgendwie so. Und die Fischerboote gab es auch, die dann sich die Leute irgendwie so, also ich habe auch ganz viele Gespräche gehabt, die dann so gucken, was ist das für ein Typ und so, wo kann man den reinpacken. Schöne, schöne Analogien, die du hier schnürst. Aber nichts, was ich irgendwie interessant finde. Naja. Ja, wir gehen jetzt gleich schon, müssen gleich schon rübergehen in die Pause tatsächlich. War gerade nochmal die Frage, wer jetzt alles bei uns mitarbeitet. Das war im Chat auch schon, wurde ein bisschen beantwortet. Also tatsächlich ist es so, dass wir, dass Marcel und ich das hauptberuflich machen. Wir haben halt zum Anfang des Jahres uns selbstständig gemacht damit und hier dieses schöne Studio aufgebaut, aus dem wir jetzt gerade, oder aus dessen Hinterhof wir gerade senden. Und hier eben, wie gesagt, ein Studio eingerichtet, aus dem wir verschiedene Sachen, wo wir halt ganz viele verschiedene Möglichkeiten haben. Wir haben dann ab 1.8. zwei Auszubildende und immer regelmäßig Praktikanten, die hier sind, von den Hochschulen nebenan oder von der Mediengestalter Ausbildung von der Berufsschule, die dann hier den Videobereich kennenlernen und sich ein bisschen ausprobieren können. Und natürlich das Team. Also wir haben es halt 2011 gegründet, oder Marcel hat es 2011 gegründet, und seitdem sind viele ehrenamtliche Leute dazugekommen, die einfach dazugehören, die einfach Nerds da sind. Und das sind über 20 Leute, sind wir da insgesamt, die verschiedene Bereiche haben, die uns dann im Bereich IT unterstützen, die jetzt sich redaktionell in der Homepage zum Beispiel formiert, sich gerade wieder ein neues Team, die da irgendwie dann aktiv sind. Und da haben wir eben einen ganz großen Pool. Und das ist ein Projekt eben dann dadurch von mehreren. Das ist für manche auch vielleicht am Anfang erstmal ein bisschen verwirrend, dass dann unterschiedliche Leute mal hier auftauchen. Mhm. Und jetzt so ein Kmetschi zum Beispiel hier häufiger mal da ist und man den dann hier ein- und ausgehen sieht. Aber man gewöhnt sich so Krebs, aber man gewöhnt sich dann dran. Ja. Ganz schön. 8 Watt. 8 Watt? NSTV. NST, das ist ein Problem. Haben wir auch schon mehrfach gemerkt. Ist leider die Abkürzung. Ist schwierig, leider raus. Schwierig. Ja, leider nein. Leider gar nicht. Das mit der Ausbildung ist wirklich ernst gemeint. Dachte immer, das ist ein Gag. Nee, kein Scheiß. Wir bilden aus. Mediengestalter, Bild und Ton. Zwei Leute. Die Lena und dann den Maxi noch, den ihr noch nicht so viel gesehen habt, der einfach noch nicht in Bielefeld wohnt, der sucht gerade eine Wohnung. Kennt jemand in Bielefeld jemanden, der eine Wohnung abzugeben hat? Günstig? Bis 300 Euro warm? Hier WGs, melden. WGs. Auch WG-Zimmer, ja. Natürlich. Nur mal so, Werbung. Der jedenfalls auch hier da ist. Ja, wir bilden das wirklich aus. Also Marcel hat den Ausbilderschein und wir sind ja ein seriöses Unternehmen. Geil, ne? Einfach so. Einfach, weil ich es kann. Ja, er kann es halt. Aber weil ich es kann. Warte mal ganz kurz. Einfach so. Kein Grund. Einfach. Ha! Weil wir können. Ne? Just saying. Ja, gibt einige Leute, die sich beworben haben, ja. Und zwar wir haben unfassbar viele Bewerbungen bekommen für die Ausbildungsstelle. In Bielefeld, genau. Wir haben über 60 Bewerbungen bekommen. Krass. Wir haben das halt ausgeschrieben, ganz normal, und das wollten halt super viele Leute machen. Ich weiß, ein Thema, was viele interessiert. Jetzt sind die Stellen natürlich weg. Ups. Und dann bezahlte die mit unseren Donations, fragt Exlobo. Ja, also natürlich, letzten Endes ist das auch die Möglichkeit, die wir haben, dadurch, dass wir diese Unterstützung von euch bekommen oder von der Community bekommen, was sensationell ist, wo wir so viel auch gar nicht gerechnet haben mit so viel Unterstützung. Und natürlich uns das auch die Möglichkeiten gibt, zum Beispiel irgendwie Azubis zu finanzieren. Wir sind aber auch nebenbei, machen wir halt auch noch anderen Kram. Wir sind auch noch machen auch noch Auftragsarbeiten. Wir sind zum Beispiel unterwegs und setzen Livestreams um als Auftragnehmer. Und so verdienen wir dann eben auch noch so ein bisschen unsere Brötchen, weil, wie ihr euch natürlich vorstellen könnt, jetzt mit den Zuschauerzahlen, die momentan hier sind, also reich will man damit noch nicht. Aber es ist echt irgendwie cool, das machen zu können, die ganzen
ja, hier diese ganzen Möglichkeiten zu haben, coole Ideen und Formate umzusetzen. Dann hat einfach, irgendwann kam uns diese Barbecue-Idee, wir haben gesagt, fuck it, wir bauen das hier mal gerade auf und machen das. Das war einfach sonst nicht möglich, weil man hatte die Technik nicht, man hatte die Räumlichkeiten nicht oder das Team nicht. Und das ist halt richtig, richtig schön. Und letztendlich, genau, Lobo, so rum kann man sehen, dann ermöglichen wir denen ihre Ausbildung. Also das ist wirklich dann so, dass man das auch überlegen kann. Also erstmal ist das für uns so eine Sache, als wenn man so aus dieser Unternehmersicht schaut und zu sagen, ey, wie geil, man kann jetzt Leuten nochmal diesen Beruf nahe bringen, dieses Berufsfeld und in diesem Bereich auch Arbeitsplätze schaffen, das ist sensationell und das ist aber völlig der Punkt. Natürlich ist das auch zum großen Teil Crowd- oder Community finanziert, das Projekt, und ist dann natürlich einfach eine super Sache, dass wir dadurch dann diese Möglichkeiten haben. Punkt. Und das hätten wir natürlich nicht, wenn nicht Leute gäbe, die sagen würden, ey, das ist so cool, was ihr macht, ich habe auch Lust, mal was zu geben. Oder aber, selbst wenn das nicht der Fall ist, einfach Lust haben, einzuschalten oder Leuten davon zu erzählen. Davon lebt man dann ja auch, dass man irgendwie ein bisschen bekannter wird und dann ja, dadurch dann irgendwie die Reichweite generiert. Und das ist halt einfach richtig gut. Wir sind halt einfach super froh, das hier machen zu dürfen. Wir haben uns mit der Gründung, haben wir uns einen Traum erfüllt. Und leben den jeden Tag. Wir sind halt super viel hier da und wir sind auch viel am Arbeiten. Neben den Sendungen, was ihr so mitbekommt, produzieren wir, wie gesagt, im Auftragsbereich. Wir haben natürlich auch den ganzen verwaltungstechnischen Kram, so Geschäftsführerscheiß und so, womit man zu tun hat. Das gehört natürlich auch irgendwie alles dazu. Aber wir fahren hier jeden Tag super gerne hin und sind dann halt gerne 14 Stunden hier. Das ist okay. Wir sind jeden Tag 14 Stunden hier, aber ich fahre trotzdem jedes Mal gerne hin. Punkt. Mega gut, oder? Ich komme auch sehr, sehr gerne wieder immer hierhin. Es ist halt, und das ist auch das Wichtige, dass dann alles eben die. Ich wohne ja nicht gerade nebenan, ne? Stimmt, du dackelst hier oder reist hier an aus dem Ruhrpott, ne? Auch davon leben wir, dass Leute das so unterstützen und dann Bock haben, also mit zu geilem Content beizutragen und dann einfach mal sagen, ey, lass uns doch einen coolen Abend machen. Ey, ich habe auch schon ganz viel im Bereich Festivals erlebt. Wir könnten zum Beispiel eine Folge Radio Nerdster machen. Die kommt übrigens jetzt gleich. Das ist halt schon echt einfach super, super sensationell. Und Big Basti sagt, nächsten Monat donate ich auch mal was, muss hier vorangehen, finde das nice, sowas muss man unterstützen. Das ist wirklich super, super nett, aber ist auch einfach wirklich auch ganz, ganz, ganz wichtig. Es ist optional. Also es ist niemand... soll auch nur den Druck jetzt bekommen, also weil er denkt, wir müssen jetzt davon irgendwie, sonst können wir hier irgendwie unser Unternehmen nicht finanzieren. Das darf nicht so aufgefasst werden. Also es ist wirklich nur, wenn es auch Leute, die es halt dann irgendwie auf eine gewisse Art und Weise übrig haben. Also wer hat es schon übrig in dem Sinne, aber ich meine, ab und zu habe ich auch Geld übrig für eine Kugel Eis, so ungefähr. Und wenn das so quasi dann nicht wehtut, niemand soll hier sich irgendwie das absparen oder so, das wäre irgendwie ganz wichtig. Aber sicher, wir freuen uns dann immer darüber, das ist schon richtig gut. I love it. I so, so love it. Azubis und so, schreibt Marcel gerade, bezahlen wir durch Auftragsarbeiten. Die Donations werden in die Entwicklung des Senders gesteckt. Also genau, momentan ist es halt so, dass wir zum größten Teil oder die Donations vollständig reinstecken in Dinge, die wir investieren. Also wir schaffen neue Technik an, wir bauen ein neues Set auf, wir machen irgendwas in die Richtung, weil wir natürlich auch noch wachsen wollen. Wir haben hier sehr viele gute Möglichkeiten, aber mehr geht immer, wie es so schön heißt. Ja, ne? Das stimmt. Also ich kann mir viele schöne Dinge vorstellen, die irgendwie mal irgendwann interessant sind, mit denen man coole Videos nochmal machen kann, wie du dir zum Beispiel eine Drohne angeschafft hast, solche Sachen. Das sind natürlich auch cool und wenn wir dann irgendwann mal die Möglichkeit haben, solche Sachen umzusetzen, ist das auch schön. Aber ja, wir gehen einfach noch weiter. Würdet ihr auch Pornoproduktionen supporten, Mr. Bieber? Also so als Auftragsproduktion muss ich sagen, ich finde das gar nicht so verwerflich. Ich würde da jetzt nicht, also da müsste dann ja nicht Nerds da drunter stehen. Ja, das ist... Das finde ich... versendet sich. Das, so lange. Das würde ich, also das können wir hier nicht senden, in diesem Umfeld und so. Aber wenn es jetzt rein darum geht, dass man mal, keine Ahnung, ab und zu hier was umsetzt und das dann irgendwo auf eine DVD gepresst wird oder schön hier bei UGIS oder so läuft, dann wäre so, bitte, kommt alle rum. Nur das Sofa bitte vorher mit so einer Klassikfolie abdecken, das wäre schön. Würde mich freuen. Aber dann, alles kein Problem, machen wir gerne. Wenn ihr Lust habt. Wupp, wupp. Wir wuppen das Ding hier schon, sagt Linse. Wenn andere das schaffen, die nicht so cool sind wie ihr, Zwinker Smiley, Pornostar.tv. Tick ist am Start. Ja, die Pornonummer, wissen nicht, was das Problem ist.
Nee, ist geil. Ja, ist schön, dass ihr da auch nochmal so interessiert seid. Das ist immer mal wieder ganz interessant. Das wollte ich eigentlich noch erzählen. Das erzähle ich dann jetzt nachher, wenn Marcel mit dazukommt, dann können wir da vielleicht noch drüber sprechen. Was wir heute gemacht haben, wir hatten nämlich heute ganz viele Interviewtermine, unter anderem mit unserer Industrie- und Handelskammer hier bei uns. Da ist momentan, werden wir auch so durch deren Marketingmaschinerie einmal so durchgeschliffen. Ich habe schon gesehen. Da können wir auf jeden Fall gleich noch ein bisschen was zu erzählen, weil das ist halt so der Teil, wo wir ganz viel drüber reden in diesem Bereich. Das gehört irgendwie dann auch mit dazu, dieser Business-Bereich sozusagen, wo wir dann mit Leuten darüber reden und denen erklären, was wir eigentlich machen, die eigentlich gar nicht verstehen, die keine Ahnung haben, die das Konzept Livestreaming nicht verstehen. Und da sprechen wir ganz viel dann über solche Sachen, wie so unsere Perspektiven sind. Das vergesse ich manchmal doch mal noch, dass der ein oder andere, von euch hier möglicherweise da noch gar nicht so den Durchblick hat. Das tut mir dann leid und auch für die, die es schon mal gehört haben, tut mir das doppelt leid, dass wir es doppeln müssen. Aber ist doch mega, mega gut. Big Basti, interessieren die Business Facts. Ja, das ist schön, dass wir dir da vieles zu erzählen können. Das Autostudio müsstet ihr auch mal updaten. Ja, irgendwann, man kann es immer noch mal schöner machen. Unser Banner ist definitiv zu klein. Kann man nicht anders sagen. Für hier, das war für einen anderen Zweck gebaut. Wir haben es jetzt hier hingepackt, um es ein bisschen schick aussehen zu lassen. Aber klar, auch da kann man noch was machen. Aber ich finde es irgendwie, hat das auch Charme. Ja. Dass es einfach so ein bisschen rough im Hinterhof ist. Was passiert gleich noch, fragt Milalein. Es gibt jetzt gleich Radio Nerds da. Und zwar werden Kmetsch und ich sprechen über unsere Camping-Erfahrung. Oh ja. Das wird relativ witzig, glaube ich. Wir haben jetzt die ganze Zeit so getalkt und wir haben auch ein kleines bisschen Inhalt. Das gibt jetzt gleich Radio Nerds, das ist unser Podcast-Format. Und danach spielen wir mit Marcel, nachdem wir mit ihm noch mal ein bisschen getalkt haben, den letzten Würstchen auf den Grill gehauen haben, uns nach dem Podcast wieder zu stärken, spielen wir mit Marcel eine Runde Mjölki. So, das passiert also alles. Wo kommt ihr eigentlich her, fragt Mopskeks aus Bielefeld. Genau. Wo kommst du her, Mopskeks? Auch um die Ecke oder wo? Weil die schreibt doch so nah. Das wäre mal interessant. Camping erfahren hätte auch Error viel zu sagen. Ach was. Ja, schade. Schade, dass du nicht hier bist. Schicksal. Was für ein Milky. Mjölki spielen wir. Das, erklärt euch gleich dann der Marcel, wie das funktioniert und uns erklärt das vor allen Dingen auch. Ja, hoffentlich. Ja, wir machen jetzt eine ganz kurze Unterbrechung und setzen uns rüber in das andere Set, was wir auch aufbereitet haben. Und zwar werden wir die Folge, wie sich das gehört, aus dem Zelt moderieren. Genau. Die, das finde ich eigentlich ganz passend, weil sonst fühlt es sich anders an. Mopskeks ist gerade in Herford. No way! Das ist wirklich um die Ecke. Verrückt. Das ist ja wirklich witzig. Was Error sagt, meine Eltern wohnen auf einem Campingplatz. Ah, okay, krass. Okay, dann hast du also da den ultimativen Insight, weil das fehlt uns natürlich, glaube ich, diese Dauercamper-Erfahrung. Können wir jetzt, glaube ich, so aus erster Hand nichts sagen. Verdammt. Mega gut. Ernsthaft. Mopskeks, komm uns mal besuchen. Und Lobo hat gerade die 200 voll gemacht. Geil, herzlichen Glückwunsch. 200 fucking Stunden. Dann gibt's deinen Song bald, nämlich auch das für alle neu. Jeder, der 200 Stunden bei uns zuschaut, bekommt seinen eigenen Song. Das, ich habe so ein bisschen Angst davor. Falls irgendwann mal, stell mal vor, hier gucken irgendwann mal 1000 Leute zu, ja, die uns alle ungefähr gleichzeitig kennengelernt haben, dann sitzen wir den ganzen Tag nur noch hier und spielen Songs. Aber na gut. So, leben wir durch. Cool, Lobo. Glückwunsch. Dann, wie gesagt, das kommt dann, ich würde sagen, das mache ich. Machen Marcel und ich dann. Ah, wann machen wir das? Fuck. Vielleicht gleich oder nächsten Montag. Auf jeden Fall demnächst. Bald. Guck mal, Apollo hat nämlich jetzt auch schon 23 Stunden zugeschaut. Bald die ersten 24 voll. Mopskeks, wenn sich Zeit findet. Ja, ganz im Ernst. Also du könntest irgendwann zum Beispiel mal Donnerstag morgens, ich weiß nicht, was du so machst, beruflich, Donnerstag morgens auch rumkommen in Spawn. Da haben wir immer Leute aus der Community auch gern mal da. Unser Morgenmagazin. Finde ich nicey. Björn hat schon 381 Stunden, der hat bald das Doppelte, auch richtig verrückt, aber schon sehr, sehr cool. Wir machen eine Sondersendung, die Camper. Okay. Ja, cool. Pass auf, dann gehen wir wirklich ganz kurz, dann machen wir jetzt kurz Unterbrechung. Und zwar hat Marcel hier angekündigt, ich weiß nicht, hast du es wirklich vorbereitet, Marcel? Okay, er ist wirklich vorbereitet. Und zwar gibt es jetzt das Musikvideo von meiner Band, von No Decision. Mit Better Off Alone, den Clip, den übrigens Marcel damals mit uns gedreht hat. Und ja, könnt natürlich auch gerne nochmal schreiben, ob euch das gefallen hat. Wenn wir gleich durch sind und dann starten wir gleich rein mit Radio Nerdstar zum Thema Camping nebenan im Zelt. Thank you.
wasn't honest to you as I wasn't honest to me. Anyway, who cares about honesty? Didn't you play me, trick me, and use my heart as a stepping stone? But now you hit rock bottom, and I'll hit the road. We're better off alone. Set.